Los! Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir sind mal wieder bei den Wandelgesprächen. Jeden Montag 19 Uhr. Die Wandelgespräche, die ganz offene Bühne für den bunten Blumenstrauß aller alternativ engagierten Personen und Initiativen. Bei uns jeder, der freundlich darüber reden will, wie der Wandel in der Welt geschehen kann, ist willkommen. Und es gibt keine Spezialbedingungen oder ideologischen Ausschlusskriterien, also weder Cancel noch Ausschließeritis, sondern menschliches, offenes Sprechen miteinander unter allen, die zum freundlichen Sprechen bereit sind. Und wir wollen so offen sein und so tief ansetzen, als sozusagen ein erster Keimling oder eine Wurzel für die Entwicklung der denkenden und sprechenden Wesen, nämlich dass sie überhaupt miteinander denken und sprechen, dass auch ein suchendes Kind oder Jugendlicher sich hier schon wohlfühlen könnte oder eben Orientierung finden kann, Hilfe bekommt für sich orientieren. Okay, wir machen das in Form des Redekreises wieder. Das heißt, wir geben in Reihenfolge aneinander den Staffelstab des Redens weiter. Und wir reden dann jeweils so 4 Minuten. Der Dylan gibt ein Zeichen, wenn die 4 Minuten vorbei sind. Und dann kann der Betreffende seinen Gedanken vielleicht noch abrunden und gibt dann weiter. Und wir waren schon im Vorgespräch und wie ich ja so bin, also ich gucke immer, was ist das Wichtigste, worüber wir sprechen können? Und der Dylan hat auch gesagt, ihn bewegt jetzt als Wichtigstes, wie kann man eine Art Zukunftskongress auf die Beine stellen, wo alle Lösungsvorschläge für die Probleme der Welt mal in den Blick und in den Austausch kommen können. Und da waren wir jetzt bei Überlegungen, wie könnte das aussehen? Was könnte das bringen? Also der Dylan meint ja eben nicht jetzt hier so unser Wandelgespräch, wo jeder kleine Mann oder Frau von der Straße jetzt hier dazukommt und wir fangen an, zaghaft und als Keimling von unten so ein bisschen was rauszukriegen, sondern die Breite soll erreicht werden, die Breite und die Masse. Und dafür muss man natürlich erstmal auch die Multiplikatoren an den Tisch kriegen. Also die Menschen, die für politische, religiöse, alternative Szenen und ganze Felder repräsentativ sein können und die dann eben die Standpunkte dieser Szenen oder Felder auch mit in den Blick bringen können und in den Vergleich bringen können. Also ganz groß gedacht, da wäre wichtig, also Leute, die auch schon die Erdcharta, ich weiß nicht, ob jemand kennt, das ist so ein Versuch, schon einen Verantwortungskonsens der Menschheit aufzustellen, eine Erweiterung der Menschenrechte, auch für Pflanzen, Tiere und Untererde. Und da sind schon solche Repräsentanten mit dabei, also wie zum Beispiel der Dalai Lama, der Papst, Michael Gorbatschow als atheistischer politischer Führer, Jane Goodall als Affenforscherin, Befreiungstheologen, sogar ein paar von den Rockefellers, ne? Also wir müssten auch hoffen, dass Leute vom World Economic Forum oder so auch mit dazukommen und auch ihre Vorstellungen, Great Reset oder was, ne? Alles wird auf die Bühne und wir gehen in den offenen Vergleich. Was hat jetzt jeder so zu sagen? Wie soll denn diese Lösung funktionieren und geht es vielleicht noch besser, sodass wir jedenfalls eine echte Lösung auch rauskriegen am Ende? Denn wenn wir darauf verzichten und nicht so ins Gespräch miteinander kommen und auch nicht die Multiplikatoren und auch nicht die breite Masse, dann wird es die Lösung nicht geben. Dann sind wir zu sehr versandet in irgendwelchen kleinen Spielwiesen, die nicht groß genug geworden sind. Ja, Jungs und Mädels, also von daher, da waren wir jetzt schon angekommen bei solchen Gesprächen, wie kann das gehen? Moderation, Sanftheit oder konfrontativ. Wie kann es sein mit den Maßstäben? Sollen das mehr so Wettkampfvorstellungen sein oder kooperativ oder sich ergänzend? Wie soll die Qualität beurteilt werden? Der Luki hat gemeint, man könnte das wie bei einem Fußballspiel quasi dem Applaus der Zuschauer überlassen. Dylan meinte, es bringt aber wenig, wenn das dann wieder nur Szenenzuschauer sind. Man bräuchte da eine repräsentative Zuschauerschaft für die Bevölkerung repräsentativ, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Altersgruppen und so weiter. Und ich wollte da jetzt noch ansetzen und dann sagen, ja, am besten brauchen wir erstmal die Wissenschaftlichkeit. Also bevor wir irgendeine Masse jetzt wieder nach Konsuminteressen abstimmen lassen, wir brauchen eine Wissenschaftlichkeit, die den Blick bis ans Ende der Welt und ans Ende der Zeit denkt, was da verantwortlich ist. Aber all das sind Standpunkte jetzt. Wie könnte so ein Zukunftskongress
angepackt werden. Das sei die Einleitung. Ich gebe an den Dylan weiter. Lucky wäre der Erste, ne? Lucky wäre doch der Erste, der dran ist. Lucky, willst dann du nicht anfangen? Okay, dann Lucky, klar, wie ihr möchtet. Kann auch machen, mir ist die Reihenfolge egal. Kann ich auch machen. Gut, dann greife ich die Sachen auf. Ich bin auch für einen Zukunftskongress und da finde ich, da werden wir ganz viele, wenn wir ganz viele verschiedene Modelle haben. Verschiedene Modelle, die, wo sich Leute eben Gedanken gemacht haben oder immer noch machen, wie kann diese Veränderung aussehen? Und vor allem der ganz wichtig auch der Weg dahin. Gibt es schon Realisierungsvorschläge von den einzelnen Leuten, die ihre Konzepte darstellen? Das wird ein bunter Strauß werden, das finde ich gut. Dafür brauchen wir auch erstmal keine Multiplikatoren, sondern da brauchen wir Leute, die sich damit beschäftigen und die das irgendwie haben. Ich stelle mir das aber so vor, dass wir dann eben den Tisch haben und dann über mehrere Tage diese verschiedenen Modelle haben. Für mich ist aber wichtig, gerade wenn wir eben die Masse erreichen wollen, weil meine Tendenz ist immer noch, dass die große Masse muss von diesen Ideen überzeugt werden, damit es zum Kipppunkt kommen kann. Meine Vorstellung immer noch. Und so höre ich ja auch von euch, dass ihr auch interessiert seid, also sowohl an Multiplikatoren als auch diese zu verbreitern, die Bewegung zu verbreitern. Und dazu gehört für mich eben, diese Masse anzusprechen. Und wie machst du das denn? Und da glaube ich, dass sicherlich mit Multiplikatoren eine Sache ist. Aber ich erlebe das immer wieder bei den Sportveranstaltungen. Und da, finde ich, brauchen wir auch keinen wissenschaftlichen Durchschnitt haben, dass nicht nur die Anthroposophen kommen und jubeln und mitmachen, sondern soweit ich erlebe mit meinen Lebenserfahrungen bei Sport, diese durch alle sozialen Schichten, arm, reich, egal, links, rechts oder sonst wie politisch angehaucht oder nicht politisch angehaucht, ist fast immer so, dass 80% aus jedem dieser Kreise irgendwas mit Fußball oder Sport zu tun haben. Ja, und wie ich mal ganz neidisch wäre, wenn irgendwie so ein banales Fußballspiel hat da 100 Millionen Zuschauer und ein Kongress oder sonst was, wo es um die Fragen der Welt geht, hat vielleicht 500 oder 1000. Haben wir ja auch gesehen bei dem Kongress in Leipzig vor 2 Jahren. Und da ist für mich die Frage, mit welchen Mitteln können wir an die Leute rankommen? Und da glaube ich, wenn du das eben halt als Competition machst, sozusagen aufbaust, wie eine Fußball-WM, ja, mit so Gruppenspiele, Halbfinale und Endspiele und so weiter, wo eben das Publikum das bewertet. Das Publikum bewertet dann eben die verschiedenen Modelle, die gegeneinander spielen. In Wirklichkeit sind ja alle, die an dem Zukunftskongress teilnehmen, sind ja alle auf der gleichen Linie im Prinzip. Wir wollen alle eben die Veränderung der Welt zum Besseren, ganz platt. Aber trotzdem gibt es Unterschiede und die bewertet das Publikum, die bewerten die normalen Leute. Das heißt, wir müssen also auch so sprechen, dass die normalen Leute das verstehen in diesem Fußballspiel. Und wenn dieses Äußere ist, der äußere Rahmen in Form eines Fußballspiels mit den Feldern, das, wenn das Tor geschossen wird, bestimmt das Publikum, ja, anhand des Applaus. Das Publikum kann auch im Gegensatz zum richtigen Fußball Einwürfe machen, Fragen stellen, die auf der Fußballwand, wie heißt das, am Stadion an der Leinwand da hingestellt werden, wo nicht das Ergebnis ist, sondern wenn die Fragen sind. Und dann müssen die Spieler auf dem Spielfeld müssen auf die Frage eingehen. Kann ich in deiner Vision noch, in deiner Utopie, kann ich noch mit dem Motorrad fahren, als Beispiel? Oder wird das mir weggenommen oder sonst was? Oder wird das Schwimmbad doch heiß oder müssen wir im kalten Wasser sein? Als Beispiel. Das sind so Fragen, wo dann eben die Teams halt darauf reagieren müssen. Und ganz wichtig finde ich noch, Geiz ist geil, ist leider so immer noch. Du kannst also Leute, wenn sie was gewinnen können, sind sie halt auch immer dabei. Und deswegen war ja damals bei dem Versuch auch ähnlich wie beim Toto, wo du den Endstand von dem Spiel, gibt es da heute noch neben Lotto eben, wenn du sagst, wie Bundesliga bei Bayern oder ob Bayern gewinnt oder Hertha verliert oder sonst was, und du richtig tippst, kriegst du halt einen Preis. Und wenn wir das eben mit so einem Preis noch verbinden würden, dann würden wir das normale Volk erleben. Ja, weil ich auch immer wieder staune, Günther Jauch hat den noch fast genauso viel wie ein Fußballspiel, ja, mit Gewinnspielen und sich beteiligen da und das krieg auch bei normalen Leuten mit, wenn irgendwas zu gewinnen ist, Einschaltquoten gleich hoch. Piep, piep, schon gemacht? Hat schon gepiept? Piep, 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 piep. Jo, also okay. Abrunden und langsam zum Ende kommen. Ja. Also für mich sind die beiden Sachen mit Andocken an die Fußballähnlichkeit und analog zum Fußballspiel und eben analog zu so einer Show, dass die Leute mitmachen können, einbeziehen werden und einen Preis gewinnen können wir, glaube ich, auch Zehntausende mit so einem Thema sozusagen verführen oder locken an unsere Bildschirme oder Streams. Punkt.
und die bei Dandeln. Ja, da sieht man, wie sich die Ideen gleichen. Zum Beispiel, wir hatten bei uns im Weltrat die Idee, genauso wie du sagst, Fußballmatches. Wir nannten das Demokratie pur. Das sind so Rededuelle sozusagen und die Zuschauer bestimmen den Sieger. Und das als eine Talkshow im Fernsehen, vormittags, mittags und abends sozusagen, also über den Tag verteilt drei Talkshows und wo die Bürger sich darin üben können, Demokratie zu praktizieren, aber dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir das natürlich nicht als Wahl gelten lassen dürfen, weil die Fernsehzuschauer, die an dieser Sendung zuschauen, natürlich nicht repräsentativ sind für die Wählerbevölkerung sozusagen. Und deswegen sagen wir, das ist eine tolle Übung. Diese Fußballspiele quasi sind eine tolle Übung. Aber können natürlich das Verfahren, das der Bundeswahlleiter macht, dass nämlich bestimmte Richtungen sich den Wählern vorstellen dürfen und dass der Bundeswahlleiter dafür sorgt, diese Institute sind ja nicht umsonst so teuer, weil es so unendlich schwierig ist, wirklich eine einigermaßen repräsentative Wählerstichprobe herzustellen. Wenn die Wahlumfragen machen, machen sie ja auch, versuchen sie immer irgendwie möglichst nahe zu kommen einer idealen repräsentativen Wählerstichprobe, damit das Ergebnis auch wirklich möglichst identisch ist mit dem, was die tatsächliche Wahl dann bringt. Und das ist eine Kunst und das ist eine wissenschaftlich hohe Fähigkeit und Kunst auch und so weiter und das kann man durch nichts ersetzen, aber so im Fernsehen könnte man das so fußballspielmäßig machen, so als Training auch und das Spaß macht und dass man sich darin einübt sozusagen. Und jetzt habe ich noch, und es gibt noch einen Punkt, der zu bedenken ist, wenn dann Millionen verschiedene Lösungsansätze kommt, müsste man Gruppen bilden und dann müssten diese Gruppen eine gemeinsame Redezeit bekommen. Zum Beispiel alle Konzepte, die gemeinwohlwirtschaftlich sind, so die Christian Felber und wir, Weltrat Next Scientists for Future, die Postwachstumsökonomie und die Gemeinwohllobby, die ja versuchen, eine ganze neue Verfassung zu schreiben auf Grundlage des Gemeinwohls oder für das Gemeinwohl, die müssten dann einen gemeinsamen Redezeit-Etat bekommen und dann kriegt immer einer, zum Beispiel dieser vier, dann eine bestimmte Redezeit, weil sonst passiert es dir, dass vielleicht die Marktwirtschaftsvertreter einfach hunderte von Gruppen schicken, die alle fast das Gleiche sagen, aber unterschiedliche Gruppen sind, weil da Geld hintersteckt und dann der Rederaum verzerrt wird sozusagen. Also man muss dann schon die Rederäume, man muss Gruppen bilden und alle marktwirtschaftlichen oder neoliberalen Konzepte müssen erstmal in eine Gruppe gefasst werden, damit das dann nicht in ein absolutes Chaos, damit nicht irgendwelche reichen Konzerne dann möglichst viele entsenden, damit dass die neoliberale Stimme alles andere platt macht zum Beispiel. Ja? Das sind so Überlegungen. Aber jetzt, das so viel erstmal nur, ich glaube, das reicht aber auch für mich jedenfalls zum Thema Zukunftskongress, der runde Tisch aller Lösungskonzepte für die Menschheit und die Erde. Wie gesagt, da sehe ich niemand besseren auf der Erde geeignet, jemanden, der Dalai Lama und all die anderen einladen kann. Da sehe ich eigentlich nur einen geeigneten, den echten Gandhi-Nachfolger, Diplom-Theologe Jürgen Wagner, den Anwalt der freien Argumentekultur und den sanftesten und behutsamsten Moderator, den ich auf der Welt bis jetzt gesehen habe. Ja? So viel dazu. Und jetzt zu dem, was mir eigentlich wichtig ist. Und dazu werde ich jetzt nur noch ankündigen können, weil meine Zeit schon wieder sich dem Ende nähert. Ich werde dann gleich wieder sagen, was mir besonders wichtig ist, nämlich, dass ich immer wieder die Frage stelle, Leute, sagt mir, wo irre ich mich? Und dann werde ich darauf eingehen, wie der Weltrat über die Anekdote vom alten China sich gegründet hat, aber dafür habe ich dann erst Platz in der nächsten Runde. Ich bin aber der Meinung, wir sollten hier schon wieder Butter bei die Fische geben und für unterschiedliche Sichtweisen plädieren, sozusagen argumentieren und plädieren. Ich gebe weiter an Öffi. Ja, danke schön. Den Vorrednern. Danke dir, Dylan, dass du mir das zutrauen würdest, sowas zu moderieren. Danke. Aber ich gehe dann gleich jetzt zum inhaltlichen Punkt. Was habe ich gemeint, als ich eben gesagt habe, es muss vor allem auch wissenschaftlich zugehen?
die Vorstellung der repräsentativen Stichprobe, Wählerstichprobe, ist nach landläufiger Vorstellung repräsentativ im Sinne der jetzt lebenden Bevölkerung. Das heißt, wenn wir einen Verantwortungsbegriff für das politische Geschehen... Noch präziser, der jetzt existierenden Wählerschaft, die auch tatsächlich zur Wahl geht. Alles andere interessiert genau. Nämlich nicht bei einer repräsentativen Wählerstichprobe. Genau, also die so erfasst werden können und die für die Wahl relevant sind. Darauf kommt es da an. Und damit bleiben aber die wichtigsten Mehrheiten, die von diesen Entscheidungen auch betroffen sind, außen vor. Wenn jetzt alle Menschen jetzt hier in Deutschland zusammenkommen würden und es würde ihnen ein Angebot gemacht, das bringt euch Vorteile auf Kosten der Menschen in der übrigen Welt und in der Zukunft. Hätte das eine Verlockungskraft? Hätte es. Also im Moment leiden wir darunter, dass die Menschen aus kurzsichtiger Konsumorientierung kurzsichtige Vorteilsstrategien wählen, die eben nicht nachhaltig sind, also nicht langfristig verantwortlich sind, nicht auf Dauer und für alle Menschen auch die Kinder der Zukunft wirklich verantwortet werden können. Und deshalb sage ich, wenn wir in wirklich diesen grundlegendsten Verantwortungskategorien denken wollen, auch solcher Verantwortungsreife von Menschen, wie es in der Wissenschaft ja mit dem Begriff Post-Conventional Level verbunden wird, ich nenne das gerne Spirit Identification Level, also nicht negativ, was es nicht ist, sondern positiv, was es ist, also die Identifikation des Menschen mit seiner Vernunftseele. Wenn wir so denken, dann ist da ein reifer Mensch derjenige, der nicht einfach irgendwie blind und kurzsichtig was macht, sondern der die Verantwortung dafür übernimmt, sozusagen die Verantwortung für seinen Steuerruder und für die Folgen. Und zwar nicht nur die Folgen, die hinter der nächsten Ecke sind, sondern die Folgen, die es insgesamt hat. Denn wenn etwas hinter der nächsten Ecke noch vorteilhaft erscheint und zwei Ecken weiter die große Katastrophe ist, ist das ja nichts, wofür man sich rational entscheiden kann oder was verantwortet werden kann. Das heißt, soweit wie die Folgen reichen oder reichen können, weil auch unterlassene Hilfeleistung nicht toll ist, so weit müsste gedacht werden und beurteilt werden. Und also die Folgenverantwortlichkeit als ein Grundmaßstab. Und eben die Frage, was sind denn überhaupt Wertmaßstäbe, die für alle Menschen und sogar über die Menschen hinausgehend noch für alle Lebewesen, für Mutter Erde auch mit verantwortlich sein können. Da bin ich ja engagiert seit langer, langer Zeit, weil ich glaube, die Menschenrechtscharta ist ja ein grundlegender Schritt in der Richtung. Und die Menschenrechtscharta wurde noch weitergedacht eben von der Erdcharta. Also wo sich da im letzten Jahrhundert, gerade als sie gesehen haben, die politischen Führer der Welt, was die Naturbehandlung angeht, sie versuchen vielleicht hier noch den Wohlstand der Menschheit zu fördern, aber in einer Weise, die unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstört. Da sind die eben hingegangen nach dem gescheiterten Umweltgipfel in Rio de Janeiro 1992 und haben eine weltweite Initiative begonnen, die einen umfassenden oder ganzheitlichen Verantwortungskonsens der Menschheit herauskristallisieren sollte. Und haben wirklich mit der Weltbevölkerung gesprochen und eben auch mit diesen Multiplikatoren, die wir ja jetzt auch für den Zukunftskongress gewinnen wollen. Und da ist auch ein toller Text bei rausgekommen, der schon in der Präambel eigentlich genau das auch als Kerninhalt drin hat, was wir auch ja wichtigst finden. Nämlich, dass bei aller wertvollen Verschiedenheit der Kulturen die Menschen endlich anerkennen müssten, dass wir eine einheitliche Menschheitsfamilie sind, die sich verantwortlich einfügen müsste in den großen Zusammenhang, die große Gemeinschaft des Lebens. Und das mit Mitteln wie gewaltfreier Kommunikation und Konsensfindung, wofür ja die ganze Initiative der Charta schon steht. Ja, also insofern sage ich mal, um wirklich repräsentativ zu sein für alle Ecken der Welt und für die Zukunft, muss jeder Mensch in der Weise wissenschaftlich werden, dass er möglichst rational sich entscheiden will, unter Berücksichtigung aller Folgen mit universellen Wertmaßstäben und einer dafür realistischen Systemeinschätzung. Alles klar, ich gebe weiter. Gut, dann bin ich wieder dran. Ich will mich auch ein bisschen auf die Vorredner beziehen, besonders auch auf Dillen. Was du angesprochen hast mit den Millionen und so weiter, die sich dann alles irgendwie neoliberale sind, die bestehende System eigentlich nur moderieren wollen.
Ich denke da einfach nur an die Fußball-WM. Wenn du dich ein bisschen auskennst mit Fußball, dann ist es so, dass die verschiedenen Kontinente, die müssen erstmal vorher eine Vorentscheidung machen, ausspielen, sich qualifizieren für die Weltmeisterschaft. Das waren momentan 32 Mann- oder Frauschaften, Mannschaften in dem Fall ja übrig bleiben. Und die spielen dann, werden auch nochmal aufgeteilt in Gruppen und die spielen dann gruppenweise gegeneinander und die Gewinner kommen dann Halbfinale, Viertelfinale und Endspiel, bis dann irgendwie der Weltmeister feststeht. Und so stelle ich mir das auch vor, wenn es sich wirklich so viele sich da melden würden, die sagen, ja, wir haben hier einen Zukunftskongress, wissen wir schon, wie wir das verändern würden. Und dann sozusagen meinetwegen dann 10 Gruppen sind oder 20 Gruppen sind, die sagen, ja, neoliberal, wir wollen das im Sinne von Kapitalsystem immanent, wollen wir das halt reformieren, wir müssen noch mehr Geld und sonst was, die anderen Greenwashing, aber immer noch im System und so weiter. Dann sagen wir, gut, von euch 10, sucht euch selber 2 aus, sucht euch selber 2 aus von den neoliberalen Standpunkt, innerhalb des Systems ändern, dann den Standpunkt mit Staat, sind vielleicht auch nochmal 20 Gruppen. Ja, also der neoliberale Kontinent quasi und die machen Ausscheidungskämpfe, bis einer übrig bleibt oder so. Nein, da gehen wir wie bei der Fußball-WM, da wird gesagt, von Afrika gibt es 3, von Europa gibt es 3, von, was gibt es noch, USA gibt es 3 Mannschaften. Und die sind aber 10, die sich bewerben aus USA oder 50 von Afrika. Die müssen untereinander ausspielen, dass die 3 Besten von Afrika, die 3 Besten, Traller, die dürfen dann daran teilnehmen an der WM. Und da hast du 32 Teams und die spielen dann den Weltmeister aus. Und so stelle ich mir auch vor, mit von den 20 Neoliberalen sollen sich 3 aussuchen, ausspielen oder sonst was treffen, die dann daran teilnehmen können. Von den Autonomen auch 3. Von den Anarchisten, die den Staat ohne abschaffen wollen, auch noch 3. Und von denen, die Geld oder weiß ich was abschaffen wollen, auch noch 3 als Beispiel. Und die spielen dann vielleicht auch nochmal in Gruppen, je nachdem, wie viele Tage du hast und so weiter, spielen dann auch gegeneinander. Publikum wird immer bewertet. Die Regeln, die muss der Schiedsrichter machen. Da brauchen wir auch keinen Moderator, sondern das ist ein Schiedsrichter. Ein Schiedsrichter sozusagen, zum Beispiel, wenn ich dir ins Wort falle, Freistoß, da geht der Ball gleich woanders hin. Und die Felder, wenn man sich das anguckt auf meiner Seite, Utopie-Kongress, da habe ich das ja mal gemacht, vor 2018 versucht, hochtrabend antikapitalistische Fußball-WM, die erste WM zum Mitspielen, so kann man das auch nennen, der Zukunftskongress in Form eines Fußballturniers, eines Weltfußballturniers, das erste Mal zu mitmachen und so weiter, eben auch mit Preise zu gewinnen, mit selber beteiligen und so weiter, kann man also analog zum Fußball, ja, weil das ist die Sprache, die eben, wie gesagt, alle verstehen und die finde ich, da brauchst du auch keine, nicht mehr, habe ich erst schon gesagt, nicht mehr selektiv aussuchen, sondern das ist repräsentativ. Für Leute, die sich für Fußball interessieren, ist repräsentativ, da brauchst du keine Umfrage machen. Und die sozusagen an Ködern, die Ködern mit diesem äußeren Rahmen ködern, dass die bei sowas einschalten. Was niemand bei würde an so einem Kongress und so weiter mit den Akademikern wird da kein Mensch daran teilnehmen, außer unser Elfenbeinturm, immer gleichen. Aber wenn wir die Masse erreichen wollen, denke ich, müssen wir auch eine andere Form haben, dass auf die Verpackung ein bisschen ankommt. Das kennen wir von der Werbung, wenn du Sachen richtig verpackst, kannst du halt auch Leute anders kriegen. So stelle ich mir das vor. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ach so, genau. Und die spielen dann gegeneinander und dann brauchst du auch keine Angst haben wegen Zeit, sondern das ist dann wie beim Fußball. Wenn faul ist, geht der Ball woanders hin. Dann pfeift der Schiedsrichter ab und dann ist der Ball woanders. Genau, und noch ein Satz. Die 11 Felder, und da komme ich jetzt zu dir, Öffi, zum Beispiel eins ist ja auch die Grundbedürfnisse oder Menschenbild ist eins von den 11 Feldern, obwohl der Ball immer rollt. Ja, andere Felder sind Realisierung, Ökonomie, Ökologie, Forschung, Erziehung, Bildung, umgehen mit Regelbrechern. Vermutlich wird dann die Gesellschaft irgendwelche Vereinbarungen geben und auch Leute, die sich nicht dran halten, wie ist damit um. Und das sind verschiedene Felder, 11 Felder, wie gesagt, wie beim Fußball, wo der Ball hinrollt und wo dann entsprechend eben agiert werden muss. Punkt. Wie gesagt, halt nachzulesen bei utopie-kongress.org. Kongress mit C geschrieben wie im Englischen. Und geht weiter an Dillen. Ja, und ich finde das genau, dass in solche Richtungen haben wir auf jeden Fall immer auch gedacht, so diese Fußball-WM und da würde ich dann denken, so die ganze, zum Beispiel der Kontinent der neoliberalen Denker, der Kontinent der religiösen Denker, der Kontinent der
gemeinwohlwirtschaftlichen Denker, der Kontinent, der Kommunisten und Sozialisten und. Ja? Und aber das Problem sind immer die repräsentativen Wählerstichproben. Aber ich gehe jetzt, und Öffi hat recht, wenn er sagt, wir brauchen die Fangemeinden großer Namen, weil der runde Tisch, das also ein neuer runder Tisch, 30 Jahre nach, 32 Jahre nach DDR, ein echter neuer runder Tisch entsteht, das wird uns nicht gelingen ohne solche großen Namen wie Felber und ihre Fangemeinden, Dalai Lama und ihre Fangemeinden, andere, und oder es muss ja nicht immer gleich der Dalai Lama sein, der online teilnimmt, aber ähnliche prominente Personen und ihre großen Fangemeinden, nur dann wird das zu einer breiten Geschichte. Ne? Ja, aber ich bleibe meinem Faden treu. Ich nutze meine Zeit jetzt schon wieder, um den Zuschauern zu sagen, ich vertrete sozusagen selbstbewusst mit Professor Richard Dawkins und Weltrat und Next Scientists for Future, die ja als die Nachfolger des des weltweit wichtigsten Denkers mit seinem weltweit inspirierendsten wissenschaftlichen Werk aller Zeiten, wie er gelobt wurde von der Royal Society, und dass wir hier die Weltspitze der Naturwissenschaften, dass das mein Part ist, an solch einem runden Tisch das zu vertreten, vielleicht dann auch mit den entsprechenden Professoren von uns dabei, Professor Mertens hätte ich dann gerne dabei und so weiter. Und ich sage wie immer, sagen bitte alle Teilnehmer des runden Tisches heute Wandelgespräche, wo irre ich mich, wo irren wir uns, wo sind wir Opfer der Gehirnwäsche irgendwelcher Kräfte, damit man so auch eventuell ins Gespräch kommen kann. Und Weltrat, die Professoren haben sich damals zusammentelefoniert vor 3,5 Jahren, rund um die Anekdote vom alten China. Und die ist ja weltberühmt. Das sagen immer die Leute, ja, das kenne ich. Oder sprechen mich selbst drauf ein. Ja, im alten China oder sonst wo soll es doch so gewesen sein, dass der Arzt angeblich so lange beschenkt worden sein soll, wie alle im Dorf kerngesund und glücklich waren. Und wenn auch nur einer krank oder unglücklich wurde, erfuhren das ja in einer Dorfgemeinschaft mit intensivem Sozialleben, anders als heute, alles relativ schnell und reduzierten alle gleichzeitig und parallel ihre Geschenke an den Arzt, sodass der nur ein Ziel hatte. Er konnte nur dann überleben, wenn er sich immer wieder bemühte, präventiv für Gesundheit und Wohlfühlen und Streitfreiheit, Konfliktfreiheit und Stressfreiheit im ganzen Dorfe zu sorgen. Ja? Und das ist diese Anekdote und das ist der Kerngedanke. Wir sprechen auch von die Anekdote vom alten China Gemeinwohlwirtschaft, weil das ist das Grundmodell der Gemeinwohlwirtschaft. Wir sehen, da wird also weder das Belohnen abgeschafft, noch das Geld, noch andere Dinge, sondern es wird erst einmal nur der Kapitalismus beendet und ein umgedrehtes System an seine Stelle gesetzt. Den Kapitalismus oder die Marktwirtschaft kann man beschreiben damit, wie es auch die Schrot und Korn gemacht hat in ihrem großen Artikel über die alternativen Wirtschaftskonzepte, nämlich dass die Marktwirtschaft, der Kapitalismus, Profite auf Kosten von Mensch und Umwelt erlaubt und die Gemeinwohlwirtschaft das einfach nicht erlaubt, sondern nur noch Profite durch gutes Tun gegenüber Mensch und Umwelt zustande kommen. Und letzter Satz dazu, das ist also, ich versuche es jetzt rund zu machen für diesen Beitrag, letztendlich geht es darum... Sprich euch nach 2 Minuten, Dylan, weil ich bin gerade beim Ankommen, ne? Da kann ich danach besser übernehmen. Ja, oder soll ich stoppen? Wie du willst, aber kannst du ruhig noch ein bisschen näher ausführen? Ne, ich stoppe jetzt gerade mal kurz und dann sagst du, wenn du wieder da bist, ja? Wie ihr möchtet, genau. Wenn ich es könnte. Da ist es. Ja, mein Schlusssatz noch für meinen Beitrag, eben, dass ich sage,
Okay, die Naturwissenschaft plädiert dafür, erstmal nichts zu ändern, außer endlich Gutes tun gegenüber Mensch und Erde und Umwelt zu belohnen und Schlechtes tun nicht mehr wie bisher im Kapitalismus mit Profiten zu vergolden und zu belohnen, sondern abzustrafen. Ich gebe weiter an Öffif und mache dann weiter in der nächsten Runde. Ja, herzlichen Dank den Vorrednern. Ich bin natürlich, wenn es darum geht, das Konzept für so einen Zukunftskongress zu machen, der Ansicht, große Offenheit natürlich, auch schon methodisch und von der Herangehensweise. Wir werden diese Offenheit auf jeden Fall auch brauchen, weil sonst einige schon vorher abspringen. Also es gibt ja zum Beispiel alternative Szenen, die gerade diese Art von Wettbewerbscharakter oder Kultur nicht so toll finden. Du bist nicht mehr. Ja, irgendwie war eine Unterbrechung. Also ich setze nochmal an. Es gibt Szenen, die mögen diese Wettbewerbslogik oder Kultur gar nicht so in dieser Art und Weise. Das heißt, ich glaube, es ist gut, wenn wir, damit wir nicht irgendwas vorentscheiden, jedenfalls auch einen Zugang, sag ich mal, oder eine Herangehensweise an den Kongress offen lassen, der auch die Methodik oder die Thematik dieses Kongresses nicht vorgibt, sondern es in die freie Gestaltung auch derer, die mitmachen wollen, hineingibt. Also ich bin jemand, der ist total offen. Ich mache natürlich alles mit, was in so eine Richtung geht. Und wenn da erstmal nur drei Leute wieder sitzen, also wenn wir schon mal drei Multiplikatoren hätten, die sagen, wir machen schon mal eine Vorübung sozusagen und wir setzen uns zusammen und tauschen uns schon mal aus, das kann ja vielleicht die anderen dann auch da anziehen. Also auch wenn es ein kleinster Anfang nur ist oder in irgendeiner Form, ne, wo ich nicht meine Methodik dann auch wieder als die alleinige so bezeichnen will oder betrachten will. Also ich bin bei allem mit dabei. Aber ich glaube, wenn wir den Entwurf auch so groß machen, wie er, wie ich ja im Vorbeitrag erklärte, auch einem wissenschaftlich wirklich gediegenen Begriff von Verantwortlichkeit genügen kann, dann werden wir Rahmenstrukturen auch brauchen. Und ich meine, zum Teil haben wir die ja schon, also wir bieten das ja schon an. Also dass es da jetzt diese verschiedenen Gesprächsformate gibt und vor allem eben auch das Forum, da habe ich übrigens jetzt noch nicht vorhin eben die Einladung zu ausgesprochen. Also wer über den Talk hinaus jetzt hier in die Breite und Tiefe so noch mitdenken möchte, wir haben auch ein freie Argumentekultur-Forum, www.freie-argumente-kultur.de. Und also da könnt ihr dann mit uns auch schriftlich euch weiter austauschen. Und ja, ich glaube, am Ende, weil es ja auch nicht wie beim Fußballspiel ist, beim Fußballspiel sitzen die Leute mit offenem Mund, essen Chips und schauen eben zu, was im Augenblick passiert. Die haben keinen Hintergrundbewusstsein, brauchen es auch dafür nicht. Aber ein Vergleich der Lösungsvorschläge, die es überall auf der Welt so gibt, da wird es aufwendig sein oder es sagt den Leuten dann nicht so viel, wenn sie da sitzen, haben keine Vorkenntnisse oder konnten sich vorher auch nicht schon mit den Themen auseinandersetzen oder mit einbringen, vielleicht sogar schon auch im Vorfeld. Und da glaube ich, wird sowas wie dieses Forum, was wir anbieten, aber auch die weiterentwickelte Form noch. Also ich stelle mir vor, wir brauchen am Ende so etwas wie ein Zensur- und korruptionsfrei gewordenes Wikipedia als Verantwortungsnavi der Menschheit. Auch ein barrierefrei gewordenes Wikipedia. Also im Moment könnten zum Beispiel arme Menschen, die keinen Computer haben und so oder nicht internetfähig sind, ja dadurch nicht mitmachen. Also ein ausreichend barriere- und korruptionsfrei gewordenes Wikipedia als Verantwortungsnavi der Menschheit und ein stärker noch interaktives Wikipedia. Also wo ich ja jetzt im Moment, ich setze im Moment auch mit einem Forum an für dieses Ziel, nicht mit einem Wiki, weil ich glaube, das Forum ist wirklich interaktiver angelegt. Und ja, aber das haben wir ja. Und so könnte vor so einem Zukunftskongress es auch so sein, dass man schon sagt, alle, die mitmachen, können schon jetzt hier in dem Forum, wir müssen ja gar nicht viel schreiben, die können ja einfach den Link dann da reinsetzen, wenn sie sowas schon haben, ne?
Also hier ist die Möglichkeit, sich über unsere Vorschläge gründlich zu informieren. Und am besten sogar auch, also hier gibt es schon Möglichkeiten, wo man sich interaktiv bei uns mitbeteiligen kann, also mit einbringen kann. Ja, gut, das mal für diesen Beitrag. Ich gebe weiter. Ach, ich schon wieder. Ja, ich bleib nach wie vor bei meiner Fußball-WM. Und da fällt mir ein, was du gesagt hast. Das ist ja auch bei der Fußball-WM ist es so, bevor es losgeht, gibt es in allen Zeitungen und so weiter, gibt es schon immer die Mannschaft, die sich vorstellt. Ja, wer wie was in welchem Hotel ist und sonst was, welche Stürmer und krank ist und tralala und alles, ja. Gibt es sozusagen schon, dass die Leute schon vorher, bevor das Spiel losgeht, wissen die schon ganz viel über die Mannschaft. Und setzen sich dann hin. Und sind begeistert vom Spielen. Und so schlägt mir das auch vor, selbst wenn die einzelnen Konzepte nicht verstehen, die werden ja auch teilweise mal wiederholt, weil du ja gegen anderen spielst. Ich spiele manchmal mit meinem Konzept gegen dich, dann spiele ich gegen Dillen und werde ein paar Sachen jetzt beim nächsten Spiel anders machen, vielleicht wie mit dir, aber grundsätzlich bleibt mein Spielaufbau immer der gleiche. Und das Publikum, denke ich oder hoffe ich eben, dass sie eben dabei bleiben, weil die denken erstens, dass sie was gewinnen können, wenn sie ihren Tipp richtig machen. Außerdem können sie ja auch auf das Spiel einwirken. Und von daher glaube ich, dass wir eben durch diese Ambiente, ja, das ist wirklich durch die Ausdruck, diese Fußballambiente, kannst du eben Leute neugierig machen, dass sie sich zum ersten Mal mit Utopien beschäftigen. Durch diese Verknüpfung mit dem Fußballding beschäftigen sich zum ersten Mal mit Utopien. Und das verstehe ich unter die Breite gehen, dass sich Leute für was interessieren und hinhören, auch wenn es ein bisschen Mogelpackung ist, wird was für Fußball und gewinnen. Gut, gewinnen stimmt, kriegen ja auch Preise, wenn sie richtig tippen. Aber richtig Fußball ist es nicht, aber ist auch ein bisschen doch Fußball dabei, ist ihnen vertraut mit Elfmeter und Torwart und der Beste kommt bis ins Endspiel, Halbfinale und sonst was, ja, dann kommt die Mannschaft oder der Utopie oder Zukunftsentwurf, der sich am meisten Tore geschossen hat, kommt dann bis ins Endspiel und ist dann Zukunftsweltmeister. Und dann kannst du ja auch noch die, wenn du nochmal anguckst auf der Seite, kannst du dann auch die Weltelf wählen, ja, dass du vielleicht den besten Torwart hast und ich habe den besten Stürmer und Dillen hat den besten Mittelstürmer oder irgendwas, ja, also dass sozusagen noch die einzelnen Positionen da extra gewertet werden können. Und von daher denke ich durch dieses Andocken an dieses Fußballding, dass wir dann auch eine Breite erreichen. Und da ist eben so was möglich, dass ich mich auch schon vorher über die Mannschaft erkundige und bei jedem Spiel, je mehr ich mitgucke, desto mehr kriege ich auch mit von der Mannschaft und noch mehr erfahren. Vielleicht habe ich eine Lieblingsmannschaft oder die ich favorisiere und na, lieber muss ich den Fußball. Ja, und bin schon fertig und gebe wieder weiter an Dillen. Wenn wir noch Zeit haben, irgendwann würde mich mal interessieren, wo du meinst, den Unterschied hast du letztes Mal gesagt, wo war die Zeit zu Ende war, Dillen. Mit Unterschied zwischen Wirtschaftssystem und Geld- und Finanzsystem abschaffen, dass du da die Unterschiede, wo du die machst, inhaltlich. Ja, ich kann ja dann gleich versuchen, dann gleich jetzt dann auch nochmal nachher dann darauf einzugehen. Ja, dann fange ich mal an, indem ich erstmal sage, für dich noch als Hinweis, ich sehe dich quasi als den Heiner Geißler, der damals bei Stuttgart 21 den Moderator gemacht hat und wo die verschiedenen Lösungsideen zum Thema Bahnhof sozusagen an den Tisch kamen und die Problemfelder und so weiter. Ja, also genau das. Aber damit ist es für mich auch gut, weil der Öffi muss überlegen, ob er das für sich wirklich als sein Lebenswerk ansehen will, diesen runden Tisch. Und der runde Tisch, der Begriff runde Tisch hat ja Tradition. Ja, Zukunftskongress, der runde Tisch für alle Lösungskonzepte, für die Menschheit und für die Erde. Ja, das, oder? Öffi, denk dir einen besseren Titel aus, der noch mehr Assoziationen hat. Für mich hat der runde Tisch da wichtige Assoziationen. Da hätten wir nämlich damals schon die Mitte finden können zwischen Kapitalismus und Pseudosozialismus und Pseudokommunismus. Aber damals war die Wissenschaft noch nicht so weit. Die Erkenntnisse, die Gemeinwohlwirtschaft war noch nicht da. Die Gemeinwohlökonomie gab es noch gar nicht und, ne?
Und dann noch so ein Stichwort, zum Beispiel auch Bhutan. Wir könnten jemanden versuchen, aus Bhutan online dazu zu kriegen, zu diesem Kongress, der ihr Konzept des des nationalen Glücksproduktes darstellt und so weiter, ja? Denn auch das bhutanische Konzept gehört irgendwo auch in die gemeinwohlwirtschaftlichen Grundüberlegungen rein. So, und ich bleibe ganz bewusst, weil ich finde, jetzt aus meiner Sicht ist es schon rund, was wir an Ideen haben zu dem Kongress. Jetzt will ich vertrete ja aus dem Kontinent aller naturwissenschaftlichen Lösungskonzepte das spezielle Weltrat Next Scientists for Future Konzept, ja. Und dazu sage ich, da war gerade im Schweizer Fernsehen, aus dieser Sichtweise heraus jetzt, im Schweizer Fernsehen war ein Professor, der ganz klar sagte, und das war evolutionsbiologisch natürlich das, was ich auch in der Biologie gelernt habe, nämlich der Mensch ist nicht für die Wahrheit konstruiert, sondern er ist dafür konstruiert, für die Fähigkeit, seine DNS in die Zukunft zu schießen. Der hat es natürlich nicht so ausgedrückt. Ich versuche es, die gesamte moderne Evolutionsbiologie versuche ich in dem einen Satz zusammenzufassen. Ich, dein Genom, dein Herrscher, lenke dich und befehle dir, Körper, schieße du mich, also dein Genom, in die Zukunft hinein und im Zweifelsfall räume leider auch alles Störende aus dem Wege, weswegen Löwen Rivalen töten innerhalb der gleichen Art und auch noch die Babys töten und so weiter. Also, und das ist leider der DNS-Befehl. Das heißt, für die DNS, was ist der Unterschied zwischen DNS und DNA? Das verstehe ich nicht. DNA ist nur die englische Ausdrucksweise. ACID und DNS heißt Säure. Also das ist nur die Englisch Ach so, international DNA okay, alles klar. und DNS ist Deutsch. Alles Ja, das klar, ist der einzige danke. Unterschied. Und Ja. Genom kann Okay. man für alles nehmen. Das ist die Gruppe alles genetischen Materials, Alles klar. sozusagen das Genom. Ja, und dann dieser Professor hat das an einem schönen Beispiel gemacht. Er hat gesagt, ja, zum Beispiel jemand, der an der Wahrheit interessiert ist, der will wissen, warum der Busch raschelt. Aber der nicht an der Wahrheit interessiert ist, sondern nur am Überleben seiner Gene in die Zukunft, wird jedes Mal wegrennen, weil es ja sein könnte, ach so, das ist die falsche Uhr jetzt, weil es ja sein könnte, dass sozusagen ein Löwe sein könnte und dann wäre ja sein Leben beendet und damit seine Strategie, DNS in die Zukunft zu schießen zu sollen, nicht mehr möglich. Also flüchtet er grundsätzlich und ist gar nicht an der Wahrheit interessiert, warum der Busch raschelt, sondern er flieht gleich. Ja, und das war so sein Beispiel, wo er gezeigt hat, nee, die Psyche folgt ganz anderen Gesetzen und ich werde das gleich in meiner nächsten Runde vertiefen, dass die Psyche eben bestimmte Schwächen hat und gar nicht eben für Wahrheit evoluiert wurde, sondern für Weitergabe von DNS evoluiert wurde. Ich gebe weiter an Öff-Öff. Ja, danke schön den Vorrednern. Ja, das ist spannend und das würde sicherlich bei diesem Zukunftskongress, wo ich übrigens voll hinter dem schon bin, Bill, ne? Du hast dir ja das gut ausgedacht, der Titel ist toll, die Verbindung mit dem runden Tisch ist toll. Also da sehe ich jetzt erstmal gar nicht, dass ich da irgendwas besser formulieren oder machen müsste. Und es ist sicherlich Teil meines Lebenswerks auch, das kann man eindeutig so sagen, weil es ist ja logisch weitergedacht. Die Vervollständigung der freien Argumentekultur als Basis eben für die Menschheit. Das kann man sich gar nicht anders vorstellen, als dass man das so anstreben muss. Also insofern, du bist da immer sehr lebendig mit dem Mit- und Weiterdenken von dem, was wir da machen, hier mit den Talks, mit dem Forum und mit der Qualität und dass wir die Breite jetzt dazu brauchen. Wir haben ja auch schon verschiedene Kooperationsformen, Mehrfachschienlichkeiten gehabt, wo wir da kooperiert haben, versucht haben, auch schon anzusetzen, auch mit Parteien. Ob jetzt vor der Bundestagswahl ein Aufbruch vielleicht angekickt werden könnte in der Bevölkerung, dass da eine Partei der Kompetenz, der freien Argumentekultur, des Gemeinwohls entstehen könnte.
Also wir machen die Schienen ja auch weiter. Also zur Erklärung für die... Übrigens, die Partei ist schon rechtsgültig existent. Fehlt nur noch Masse. Genau. Und wir sind dabei, einen Kanzlerkandidaten und so weiter alles zu suchen. Und Dylan und ich sind ja sowas wie im Aufsichtsrat, moralische Aufsichtsräte, um eben zu schauen, dass da solche Rahmenwerte wie die freie Argumentekultur und sowas gewahrt sind in dem ganzen Geschehen. Ja, also zur Erklärung für die Zuschauer ist vielleicht da gut zu sagen, dass der gute Dylan und ich sich schon ein bisschen so strukturell auch zusammengetan haben. Also er hat auch mal eine Anzeige schon geschaltet, dass wir uns verstehen als ein Supervisionsteam, um da auch jetzt die richtigen, ja, die wachstumsfähigen, die leistungsfähigen Kommune-Konzepte so auszudrücken und da Leute auch zu unterstützen, die in die Richtung arbeiten wollen. Das klingt natürlich nach einem großen Anspruch, aber wir sind tatsächlich der Auffassung, dass wenn sowas wie freie Argumentekultur nicht die Basis ist, dann kann es nichts werden. Ja, und nur als Hinweis, strukturell muss es aber so sein. Du als Gandhi und als Rainer Geißler machst den runden Tisch und wir sind nur ein kleines Licht. Der Weltrat ist nur einer von ganz vielen Teilnehmern, weil sonst klingt es ja nach parteiisch. Ne? Ja, aber jedenfalls, wir haben diese Mehrschienigkeit, ein Kooperationskonzept mit Mehrschienigkeit, und das umfasst Reformen innerhalb des jetzigen Gesellschaftssystems, wie die sogenannte Wohlfühlstimme, und verschiedene Formen von Aufbrüchen zur Basisdemokratie, wo wir so Konzepte überlegen oder wie man da Experimente machen könnte. Und natürlich eben andererseits der Weg außerhalb des Systems, der Systemstrukturen, der Kommuneweg, der Weg da eben auch die Geistesnatur des Menschen so zu betrachten, also was da drin sitzen könnte als Potenzial. Also der Dylan hat jetzt gesagt, der Weltrat will beschreiben, was da so als Spitze der Naturwissenschaften gedacht werden kann, wie man da ein Lösungskonzept sich vorstellen kann. Wenn man die Geistesnatur des Menschen so zur Grundlage machen will, dann könnte man natürlich auch sich fragen, also unabhängig jetzt, oder lassen wir erstmal offen, ob der Mensch es kann oder nicht. Also ich habe mich zu einem Versuchskaninchen dafür gemacht, um da was zu testen. Aber stellen wir uns mal vor, der Mensch hätte seine Vernunftseele und könnte sich einfach hinsetzen, egal was die Löwen machen oder wie auch immer, und egal welcher Genegoismus oder wie man das auch nennen will. Ich denke einfach vernünftig, Vernunft will Sinn und Wohl des Ganzen, global denken, lokal handeln. Ich denke das, und das, was dabei als das Beste rauskommt, also das, was die besten Argumente hat, das soll sein. Ohne dass ich mich durch irgendwelche anderen Motive, weder irgendwelches Reinreden anderer Menschen, dass die versuchen, Befehle zu geben oder dass die mich mit Geld bestechen wollen oder dass aus meinem Bauch da irgendwas grummelt, ohne mich durch irgendwas davon ablenken zu lassen, was einfach vernünftig ist und aufs Ganze gesehen sinnvoll und verantwortlich. Also das wäre außerhalb des Systems die Schiene, so einer auf das volle geistige Potenzial bauenden Bildungsarbeit, einer Bildungsarbeit für Post-Conventional Level oder Spirit Identification Level und eben der Versuch, Kommune zu bilden als aufgeklärte Schenker-Kommune, Schenker-Bonobo-Kommune, in der verschiedene Experimentalbereiche stattfinden können. Der naturwissenschaftliche Bereich, der Versuch, da von den Bonobos einige Mechanismen zu lernen, wie die Bonobo-Gruppenehe. Und auf der anderen Seite, für die es wollen, die denken, dass das für sie gut ist oder für sie möglich ist, der Weg der Geistesabteilung, kann man sagen, oder der Geisteskommune, die einfach das Vernünftige tun, ohne sich durch irgendwas davon wegmanipulieren zu lassen. Also das könnt ihr alles bei uns schon finden. Und ja, diesen Hintergrund wollte ich ja auch nochmal mit darstellen. Damit gebe ich weiter. Okay, bin ich wieder dran, kann wieder schön anknüpfen. Finde den Begriff runden Tisch nicht so günstig. Und zwar, weil der wieder auf das anspricht, was ihr auch beide genannt habt, wieder auf die Wahrheit oder die Vernunft oder auf das Wissenschaftliche. Und meines Erachtens, es hat uns allen Menschen eint, ist, dass wir einfach ganz platt gesagt bessere Gefühle haben wollen. Wir wollen ständig uns wohlfühlen und wollen, wenn wir negative Sachen haben, das möglichst vermeiden. Und von daher widerspreche ich auch ein bisschen
dass sozusagen unser Ziel ist, immer nur die Gene in die Zukunft zu transportieren. Ich meine, die Leute haben schon gevögelt, bevor sie wussten halt, was Gene überhaupt sind, weil es einfach Spaß macht. Deswegen haben sie gefögelt und deswegen ist die Fortpflanzung da, weil es sozusagen ja, ein Lustgefühl macht, in der Regel ein Lustgefühl macht hat. Und aufgrund dieses Lustgefühls werden dann auch die Gene in die Zukunft gesteuert, also auf jeden Fall. Genau. Aber das ist so, den Leuten heute, glaub, wenn die ins Bett gehen, denken die nicht, jetzt wird man die Gene in die Zukunft bringen, außer wenn sie ernst bewusst erzeugen wollen. Weil wir heute inzwischen wissen, was wir damals schon 100.000 Jahre die Menschheit nicht wusste, dass eben durch diese Kokulieren oder Vögeln eben halt auch Fortpflanzung möglich ist. Und von daher wäre für mich eben bei diesem Kongress, eben wenn es um die Breite gehen soll, müssen wir die Fühler ansprechen. Müssen wir die Fühler ansprechen von Leuten und nicht so die Intellektuelle. Weil jetzt sehen wir ja auch, dass die Leute eben durch die Fühler, die getrieben werden. Und das sehen wir gerade auch der Pandemie jetzt hier mit Corona und sonst was, ist ja ein heißes Thema, wo es immer um die Gefühle geht. Von Angst hauptsächlich, wie kannst du Angst und wie kannst du noch glücklich weiter werden, trotz der Bestimmung und sonst was, es geht immer um Gefühle. Und weniger irgendwelche, dass die Leute die ganzen verschiedenen Statistiken und Erforschungssachen, ja, die jetzt so auch so Corona gibt und Covid-19. Meinst du von den ganzen Leuten, die sich auf der Straße empören und sonst was oder die Regeln befolgen, dass die ganzen wissenschaftlichen Sachen lesen? Nein, die wollen ein Stück weit irgendwie gut durchkommen, mit einem guten Gefühl. Und dazu ist eben wichtig, dass ihre Ängste weniger werden oder eben bei irgendwas Spaß haben. Und deswegen glaube ich, den Titel finde ich gut, aber der müsste eben mit was gekoppelt werden. Also den Titel jetzt vom Zukunftskongress mit dass es eben kein runder Tisch ist, sondern ein Fußballturnier. Fußballturnier zum Ausspielen der Zukunft der ganzen Welt. Die besten Mannschaften spielen gegeneinander oder so. Irgendwie sowas. Und dann laufen die auf. Dann, wenn irgendwann mal jemand fragt oder kickt, was ist denn das, geht drauf und dann sieht er halt irgendwie die Hymnen und die Trikots und wo dann eben, genau, meinetwegen dein Trikot, I share my whole life, das ist sozusagen dein T-Shirt, was du dann trägst, ja, zu deinen Fußballsachen. Und dann hast du noch einen Mitspieler, der trägt das Gleiche. Das ist dann sozusagen euer Trikot. Mein Trikot ist Utopia, ist machbar und ich weiß nicht, was Döns Trikot ist. Und dann gibt es zu dem Rahmen, finde ich auch wichtig, dass es ein Rahmen ist. Aber der Rahmen ist sozusagen fußballmäßig. 2x45 Minuten. Das ist der Rahmen und ein Schiedsrichter. Der hat bestimmt. Und von daher habe ich da keine Angst, dass da irgendwas aus Ruder läuft. Weil Fußball kennen wir alle und die Teams haben eine Hörigkeit gegenüber dem Schiedsrichter oder Schiedsrichterin. Das sind sozusagen die Moderatoren und die das Ding leiten. Und mit Schwarz und Pfeife haben die eine Autorität, die wird ja auch anerkannt, weil wir sind auf dem Fußball. Ja, und damit bin ich schon wieder fertig und gebe weiter an Dön. Ja, danke. Ja, wie gesagt, das ist ja für euch inspirierend, weil er muss das festlegen, weil wie gesagt, unsere naturwissenschaftliche Sichtweise ist dabei bei dem runden Tisch nur eines von vielen Lichtern sozusagen. Und es zeigt sich auch natürlich, wie kompliziert die naturwissenschaftliche Sichtweise ist. Denn was ich natürlich vorher nicht gesagt habe, ist das, wir nennen das in der Wissenschaft die Frage der gerätetechnischen Realisierung oder gerätetechnischen Absicherung. Natürlich ist es so, dass niemand seine Gene in die Zukunft schießen will, sondern die Gene bauen den und konstruieren den Körper und lassen ihn so wachsen, dass er Lustmöglichkeiten hat bei sexuellen Berührung Glück zu erleben und Lustgefühle zu erleben, aber genau das ist ja, wie die DNS funktioniert. Die DNS kann ja nichts anderes machen, als unsere Körperteile so wachsen zu lassen, dass sie dann das Verhalten so steuern, dass die Leute öfters Sex miteinander machen oder Körperkontakt und dabei besteht dann eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit, dass die DNS auch eine Chance bekommt, in die Zukunft geschossen zu werden. Und mehr kann die DNS nämlich nicht machen, weil die DNS ja nicht reden kann. Ja? Also die kann ja nicht sagen, ich befehle euch, sondern ich lasse Organe wachsen, Lustsysteme im Gehirn, Lustmöglichkeiten, Orgasmusmöglichkeiten wachsen. Und das steuert dann die Menschen schon dazu hin, dass sie am Ende
Tätigkeiten tun, bei denen eine statistische Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie das Genom in die Zukunft schießen, Teile davon. Natürlich niemals vollständig, ne? Ja, aber das da sieht man, wie kompliziert die moderne Biologie einfach ist. Es ist einfach hochkomplex. Ne? Und jetzt wollte ich noch sagen, natürlich, Öff, du hast vollkommen recht, ich wiederhole auch nochmal meine Einladung. Ich lade ja immer ein, bei der Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd mitzuwirken und dort die ganze Facette aller unterschiedlichen Unterexperimente aufzubauen und aufzubauen, indem wir nach und nach lauter weitere Wohnungen anmieten und in denen die unterschiedlichsten Unterexperimente ausprobieren und dann gucken, wo sich die Menschen am wohlsten fühlen, wie Lucky zu Recht gesagt hat, wie sie sich gut fühlen und so weiter. Ne? Ja, und dann wollte ich als nächsten Punkt noch sagen, ja, das, was ich vorhin gesagt habe, ich bin ja schon wieder dabei, so ein bisschen deutlich zu machen, wie der Wandel gemäß Naturwissenschaft aussehen soll. Ich habe gesagt, wir können uns aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht so sehr auf das Gehirn als unbedingt wahrheitsorientiert orientieren, weswegen wir ja sagen, dass leider das menschliche Gehirn anfällig ist für diese sogenannten vorteilbringenden Irrtümer, wissenschaftlich parasitären Memer nennt man die. Aber ich bleibe bei vorteilbringende Irrtümer. Das heißt, der Mensch ist anfällig für die Selbsttäuschung. Ich meine, also sozusagen das ganz kurz gesagt, wenn ich für etwas Milliarden bekomme, ist die Tendenz, dass ich einen bestimmten, wenn ich für diesen Irrtum Milliarden bekomme, ist die Tendenz, diesen Irrtum wirklich für Wahrheit zu halten, leider im menschlichen Gehirn größer, als wirklich nach der Wahrheit zu fahnden. Und das ist eben der Punkt mit der, das menschliche Gehirn hat eine gewisse Anfälligkeit für Selbsttäuschung. Ja? Und da sagen wir Naturwissenschaftler, deswegen, genau deswegen hat die Marktwirtschaft genauso wie das Finanzsystem, aber die Marktwirtschaft, die vorher da war, vor dem Finanzsystem, eben die Tendenz, ein glückliches Leben unmöglich zu machen, denn es gibt zu viele Händler, die an meinem Unglück gut verdienen können und die Selbsttäuschung glauben, mit denen sie mich unglücklich machen. Aber das muss ich dann in der nächsten Runde schon wieder erklären, weil dafür jetzt schon wieder die Zeit nicht lang. Ich werde also in der nächsten Runde erklären, wie die Marktwirtschaft, aber auch das Finanzsystem natürlich mein Lebensglück raubt, damit ich mehr einkaufen gehen muss im Sinne eines Konsumsüchtigen. Ich gebe weiter an Öffi. Ja, dank den Vorrednern. Ja, also die Gene, das Genom prägt den Körper, also die Steuerungskraft, die da die Zellen strukturiert. Wie werden die nächsten Zellen aufgebaut? Welcher Zellkern mit den Steuerungsprinzipien wird da reingesetzt? Und was du mit Recht ansprichst, Dylan, auf der Erlebensebene steuert uns dann das Lusterleben. Und ist genauso wie früher bei den Tieren eben die Instinkte. Die Instinkte sind ein Programm, was in den Lebewesen drinsteckte. Äußerlich leiteten sie die Lebewesen nach dem Lustempfinden. Schon da. Da hast du also völlig recht. Nur der Mensch hat eben zusätzlich die Dimension und die wird sogar auch durch Lusterleben gesteuert. Also wir würden nicht denken, wenn es uns keine Lust bereiten würde. Das heißt, alles, auch diese geistige Dimension des Menschen, ist irgendwie ja aus dem genetischen Material der Steuerung unserer Organismen und der Erlebnismotivation hervorgegangen. Und jetzt ist es da. Und ich glaube, wir Menschen, wir haben ja eine ganz besondere Problematik und die wurde jetzt auch schon angesprochen. In der Natur ist es so, dass, also bis auf die Primaten oder ja, also ich glaube, dass da die Schwelle so ist, wo man sagen kann, da ist es vielleicht ein bisschen anders. Ansonsten ist ja das sexuelle Lustempfinden an die Zweckmäßigkeit geknüpft, möglichst gut Nachkommen zu erzeugen.
Also bei den Affen ist es dann zum Teil schon so, dass da, wenn ich die Forschung so richtig mitbekommen habe, die Frage ist, inwiefern kommen Zusatzmotive mit ins Spiel? Also bei den Bonobos ist es ganz klar, dass das Ausleben der Sexualität sehr stark eine soziale Bindekraft darstellt, eine Entschärfung von Aggressivität und so weiter und so fort. Also das ist nicht nur reines Werkzeug für die Fortpflanzung und Nachkommenszeugung. Und bei uns Menschen erleben wir heutzutage ja, dass das eine ganz komische Zersplitterung erleben kann, diese Steuerungsstrukturen. Denn in der Tat ist es so, dass bei vielen Menschen heutzutage der eigene egoistische Augenblicksspaß das Bestimmende ist, um Sexualität auszuleben. Also viele verzichten dabei ja ganz bewusst auf Kinder insgesamt. Wir haben immer mehr ehelose und kinderlose Singles, die, und da kann man sich jetzt fragen, wie kommt das zustande in ihrem Inneren? Welche Art Steuerung wirkt sich da aus? Woher kommt die? Ist die aus dem Genom? Ist die aus den möglichen geistig-kulturellen Abweichungen, Lernabweichungen, die da im Laufe des Lebens möglich geworden sind? Oder ist das wirklich einfach so, dass da ein Puzzle zersplittert ist? Also, dass der Geist, der uns ja einerseits diese tollen Werkzeuge und Waffen zu erfinden ermöglicht hat, dass der auf der anderen Seite, was unser Weltbewusstsein und Orientierungsbewusstsein angeht, ja, die Einzelmotive, Fressen, Saufen, Sex, Macht, einfach Spaß haben, dass der die auseinandergerissen hat und sie ergeben gar kein sinnvolles, zusammenhängendes Puzzlebild. Sodass wir wirklich auch zu ganz maßlosen, perversen oder sich selbst genügenden Tätigkeiten imstande sind, ja, wo man, also wie jetzt bei dem ehelosen, kinderlosen Single-Dasein, weder die Zweckmäßigkeit der natürlichen Fortpflanzung noch die Zweckmäßigkeit der Bonobos drin wiederfinden kann. Piep, 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 piep. Also äußerst spannende Dimensionen, die das hat. Und das kann man alles mitbedenken, auch wenn es jetzt darum geht, so einen Kongress sich vorzustellen oder die Herangehensweise an so einen Kongress. Wie ich schon sagte, bin ich für alles offen. Ich hatte früher schon mal auch in Talks, die wir hier hatten und an anderen Stellen auch, die Möglichkeit geäußert, dass wir vielleicht sogar nicht so sehr sowas Physisches brauchen oder so eine Vorstellung wie jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft, sondern Computerspiele. Also wenn ich mir die Kinder und Jugendlichen um mich herum anschaue, die gehen da nicht mehr ins Fußballstadion. Die sitzen vor dem Computer und machen von Computerspiele. Kann man schon froh sein, wenn das nicht die reinen Schlachterspiele sind, wie Fortnite oder sowas. Ja, also vielleicht, wir müssen auf jeden Fall überlegen, wie wir die Menschen, die vielleicht gar keine Steuerung mehr haben, nicht die der Tiere vor den Bonobos, nicht die der Bonobos, und jetzt auch keine andere sinnvolle Steuerung haben, wie wir die vielleicht über den Spaßfaktor motivieren können, dass sie da ihren Anschluss auch bei uns suchen. Ja, so viel, ich gebe weiter. Ja, finde ich richtig gut. Kann ich nur zustimmen. In den letzten zwei Sätzen, wie wir die erreichen können, über den Spaßfaktor. Und vielleicht ist da, ja, hast du recht, vielleicht ist der Computer geeigneter als Fußball-WM. Zumindest in den Medien, wenn wir die normalen Medien noch nehmen wollen, da glaube ich, zum Transportieren ist es zumindest obwohl soziale Medien, wirklich nicht. Vielleicht wird auch ganz viel schon mehr transportiert drüber. Okay, auf jeden Fall, das stimme ich damit dir voll ein und das ist voll auf meiner Linie, dass wir nicht nur im Kopf, sondern über das Gefühl an die Leute rankommen müssen, wenn wir weiter werden wollen, wenn wir mehr werden wollen als wir drei, vier Leute, die sich hier über die Gedanken der Welt, über die Weltveränderung Gedanken machen. Ja, bin jetzt gespannt. Eigentlich würde ich gerne mich ganz kurz fassen, weil ich gespannt bin jetzt auf den Vortrag, weil ja mein Ansatz ist ja, dass die vorteilbringenden Irrtümer, die du gesagt hast, hast du ein gutes Beispiel gemacht, dass wenn ich eine Milliarde kriege, dass ich dann natürlich lieber bei einem Irrtum bleibe oder ja nicht mehr objektiv sein kann, weil ich halt so manipuliert werde und natürlich dann für diesen Irrtum stimme oder mich dafür einsetze bei einer Milliarde. Deswegen bin ich gespannt, wie es weitergeht, weil für mich ist natürlich ganz klar spontan halt gedacht, naja, wenn kein Geld geben würde, würde es auch keinen vorteilsbringenden Irrtümer geben. Wenn das eben dein Beispiel war mit der Milliarde, ohne Milliarde könnte ich dann freier und normal wirklich entscheiden, was
den Bedürfnissen gerecht ist oder den meisten Leuten entspringt, wo die ihre Freude daran haben. Wenn das also dann die Wahrheit ist, ja, die Wahrheit ist sozusagen, wenn es dem Gemeinwohl dient und für alle was bringt und keiner sich ausgeschlossen fühlt, das wird dann gleichsetzen mit Wahrheit. Und das kann ich natürlich nur dann machen, wenn ich korrumpiert werde durch Geld. Und wenn Geld abschätzt, ist der Mensch hat der Weg frei für eben dieses andere Denken. So, ja, von daher bin ich gespannt. Vielleicht kommen wir auch dazu zu dem Unterschied, wenn du mir erklärst dann zwischen Wirtschaft und Abschaffung des Finanz- und Geldsystems. Das zeigt bisher immer als identisch gesehen, weil unsere Wirtschaft ja darauf beruft. Aber du hast ja beim letzten Mal, bei der letzten Sitzung da noch im Schlusssatz so einen Unterschied gemacht, dass ein Unterschied ist. Vielleicht kannst du den in dem Zusammenhang jetzt auch erklären. Und damit gebe ich weiter an dich, Andeln. Ja, genau. Wobei ich gleich dazu sage... Hallo, bist du noch da? Ich hatte mal wieder das Mikro vergessen. Wobei ich gleich dazu sagen will, dass das sozusagen das mit dem Geld abschaffen einfach nur ein Problem ist für die naturwissenschaftliche Sichtweise und vielleicht eben nur für die naturwissenschaftliche Sichtweise, dass es eine Motivationsfrage ist. In der Natur, also alles, das dieses Universum besteht, hat also nur eine Art von Leben, nämlich diese DNS oder DNA oder genomorientierte Lebensweise. Und da ist, die sind halt eben motiviert. Das sind im Prinzip ja im weitesten Sinne immer motivierte Dinge. Und wenn ich das Geld ganz wegnehme, dann ist die Frage, ob ich dann noch genügend Motivation im System habe. Das ist die Frage, die die Naturwissenschaftler stellen würden. Und ich versuche auch gleich noch aufs Finanzdings einzugehen nachher. Aber erstmal zum Öffi. Genau, ich will es mal so sagen, die naturwissenschaftliche Sichtweise sieht es so, dass bei den Menschen und den Bonobos die Zweckentfremdung und die Ausweitung der Sexualität zu völlig anderen Zwecken als denen der Fortpflanzung am größten ist. Weil bei den Bonobos, und ich sehe ja uns als die Savannenbonobos und die anderen als die Urwaldbonobos, als Naturwissenschaftler. Und Bonobos ist eine Affenart, ja? Bonobos ist eine Affenart, ja? Oder was ist das Bonobos? Ist die menschenähnlichste Lebewesen der Erde, Panpaniscus, Zwergschimpanse, Bonobo, also die friedliche Variante des brutalen Schimpansen sozusagen. Okay. Mhm. Und bei denen wird der Frieden eben hergestellt, über sexuelle Kontakte wird die Zahl der Tötungen, die bei den Schimpansen riesig ist und bei den Gorillas potenziell riesig ist, bei Löwen riesig ist, die wird dann durch diese Ausweitung und Zweckentfremdung der Sexualität, wird einfach die Zahl der Tötungen und Gewaltakte drastisch reduziert, wenn auch nicht auf null. Ja, da haben wir gerade letztens Professor Volker Sommer gehabt, der geschildert hat, wie eine Gruppe von Bonobo-Frauen einen jungen Mann getötet hat. Ne? Die Rate der Tötung ist viel geringer als bei allen anderen Arten. Und ja, und dann, am besten mache ich den Unterschied zwischen warum Finanzsystem erst nach dem Wirtschaftssystem therapieren, sozusagen, mache ich deutlich, indem ich deutlich mache, warum muss ich überhaupt das Wirtschaftssystem, also auf warum sitzt da schon ein Riesenteil aller Probleme? Nämlich, dass die Marktwirtschaft grundsätzlich aus Sicht der Naturwissenschaft keinerlei gesundes, langes, glückliches und reiches Leben ermöglicht, weil eben in diesen Wettbewerbszwängen jeder Supermarktleiter gezwungen ist, die Chemieküche anzuwerfen und mit immer billiger werdenden Rohstoffen quasi Täuschungsdinge zu entwickeln, die vortäuschen, es handele sich um Lebensmittel, in Wirklichkeit handelt es sich um eine Chemie-Cocktail-Nahrung, die meine Zungenrezeptoren, die DNS baut ja die Zungenrezeptoren und die dazugehörigen Lustsysteme im Gehirn,
Jetzt sind diese Zungensensoren aber täuschbar. Ich kann die mit Chemikalien täuschen und kann denen vorspielen, bestes Beispiel Süßstoff. Es handelte sich um eine energiereiche, zuckerhaltige Nahrung. Ich kann sie täuschen und dann spielen diese Chemieprodukte den Leuten vor, dass es unheimlich lecker ist. Und dabei merken sie gar nicht, dass es sie krank macht, dass es Krebs erzeugt und sie umbringt auf Dauer und Übergewicht vielleicht sogar noch erzeugt. Und insofern ist also die Marktwirtschaft allein von ihren Prinzipien her grundsätzlich nicht geeignet für ein glückliches Leben, weswegen ich ja dann sage, wir müssen von der Marktwirtschaft wegkommen in die Gemeinwohlwirtschaft. Und danach uns dann auch um die Probleme des Finanzmarktes kümmern. Aber die grundsätzlichen Probleme, dass die Marktwirtschaft ein Lebenszerstörer ist und Gesundheitszerstörer und Menschentöter ist, die muss ich doch zuerst behandeln, vor allem anderen. Ich gebe weiter an ÖFF. Ja, danke schön. Ja, das sind so die einzelnen Fragen, zu denen wir jetzt gekommen sind. Wie wird das Verhalten des Menschen geleitet? Ich glaube nicht, oder ich kann mal den Punkt auch so beantworten. Das Wirtschaftssystem ist mehr als das Geld- und Finanzsystem. Aus dem einfachen Grunde, weil Wirtschaftssystem ein viel allgemeinerer Begriff ist. Geld- und Finanzsystem setzt ein Tauschmittel voraus. Es gibt tauschmittelfreie Wirtschaftsformen. Das heißt, der Begriff ist allgemeiner zu fassen. Natürlich ist das konkrete Wirtschaftssystem, in dem wir jetzt hier leben, ein kapitalistisches Geld- und Finanzsystem und Konkurrenzsystem und Eigentumssystem. Aber auch kommunistische Planwirtschaft oder die Wirtschaft eben in den frühen Urzeitstämmen der Menschheit waren Wirtschaftsformen. Auch wenn da gar kein Geld und in dem Sinne auch kein Finanzsystem gegeben war. Und damit komme ich zu dem Punkt, wir reden jetzt über Einzelheiten, wovon der Mensch geleitet sein kann, welches Ausmaß an Problemlösungen, auch Gewaltproblemen durch Sexualität und so möglich ist, sind alles sehr spannende Fragen auch Fragen, die beim Zukunftskongress dann sicherlich entscheidende Rollen mitspielen werden. Aber ich bleibe noch mal kurz bei der Frage, wie können wir da auch den Rahmen weiter schaffen für diesen Zukunftskongress? Also ich glaube, dass wenn man da erstmal, wie es ja zur freien Argumentekultur gehört, mit der absoluten Offenheit herangeht, ob methodisch oder inhaltlich, nichts wird vorgegeben, sondern alles soll sich nach Argumenten richten. Egal, ob das dann wettbewerbsmäßige Formen sind, ob das so ein Fußballspielcharakter ist, wie Luki das beschrieben hat. Also ich glaube, wichtig ist, und das hatte ich letztens auch genauso für die Wohlfühlstimme gesagt, bevor wir den großen Rahmen erreichen, dass da zum Beispiel ein Experiment mit Wohlfühlstimme bundesweit durchgeführt würde, es wäre ganz viel wert, im Kleinen schon Veranschaulichungsexperimente machen zu können, also Modelle. Ich habe das verglichen, ja, was das vergängliche Geld angeht, mit dem sogenannten Wunder von, wie heißt es, Wörgl, glaube ich. Das hat immer einen ganz anderen Auslösereffekt, wenn irgendwo im kleinen Rahmen so etwas modellhaft umgesetzt werden kann und daraus was werden kann. Der nächste Schritt wäre also aus meiner Sicht, diese Idee so eines Zukunftskongresses wirklich zu streuen. Also man kann da unter einem Einladungsschreiben gerne meinen Namen haben. In der Praxis wisst ihr, dass ich ja mehr als ausgelastet bin. Also ich war jetzt heute den ganzen Tag damit beschäftigt, eine meiner 2, 3 Mediationen auszuarbeiten für diese Kommuneversuche oder auch Organisationenversuche. Also hier sind das Genossenschaften und Vereine hier im Umfeld direkt in Hessen, mit denen ich da zusammenarbeite und die hier schon kleine Lebensbeispiele, Gemeinschaftsbeispiele für freie Argumentekultur darstellen wollen. Und ihr wisst, dann pendel ich zwischen dem Versuch, hier die Projekte am Laufen zu halten und in Berlin das Widerstandszeltcamp am Laufen zu halten und so weiter. Das heißt, gerne, wenn wir da zum Beispiel einen Text ausarbeiten, wo ich als Einladender auch mit drauf bin,
dass man den jetzt möglichst breit streuen würde, also auch an die Multiplikatoren schicken würde und so. Wir haben das in Schenkerbewegung schon vor ein paar Jahren vorgehabt, aber wir sind da in dem nötigen Ausmaß nicht zugekommen. Also wir haben es einzeln gemacht und haben da keine besonders begeisternde Resonanz bekommen. Aber wir sind da nicht zugekommen, weil, was ich ja gesund finde, der Ansatz dabei zu sagen, erstmal, also die wichtigste Revolution oder die wichtigste alternative Aktion ist, anders zu leben. Also bei sich anzufangen, eine andere Substanz zu sein. Und in realer, gemeinschaftlicher Lebensform die andere Substanz vorzuleben. Das ist immer noch ja der Nährboden, also die lebendige Wirklichkeit, von der man dann reden oder die man jetzt so verbreiten kann und die auch ja Gestalt bekommen kann dann in überregionalen Entwicklungen und so weiter. Das heißt, ich bin ziemlich aufgefressen ja immer von meinen Tätigkeiten. Die Idee ist aber ganz genial und wichtig, also so einen Zukunftskongress zu machen. Da können wir mal gucken, also wie wir das dann hinbekommen, da zum Beispiel eine Einladung zu formulieren. Also gerne mit dir, Dylan, auf jeden Fall zusammen, ne? Da also mal zu gucken, wie könnte man das sinnvoll formulieren. Und dann kann jeder oder alle, die dann mitmachen möchten, können mit ihrer Energie, die sie haben und ihren Connections und so, können dann versuchen, das zu verbreiten. Und dann müssen wir sowieso ja auch ein ganzes Stück weit danach uns richten, mit dem Weitermachen, wie da Resonanz zurückkommt. Also womit können wir arbeiten? Und ja, ich denke schon, das Kleine ist wertvoll. Also wenn wir, was weiß ich, von einem oder zwei Multiplikatoren das bekommen und wir überlegen, wie wir das jetzt gemeinsam schon mal in eine Werbevorveranstaltung oder sowas umsetzen können, dann sind das so die Schritte, mit denen wir uns da vorwärts tasten müssen. Okay, ich gebe weiter. Gut, bei mir ist das erstmal ganz klar, ich möchte daran erstmal nicht dran teilnehmen. An Vorbereitung oder sich da irgendwie einzuklinken, weil bei mir steht erstmal die Utopie-Konferenz im Vordergrund, die im Sommer diesen Jahres ist von der Leuphania-Universität und die, wie der Name schon sagt, Utopie-Konferenz, da denke ich, dass die genau das gleiche vorhaben, was wir jetzt so andiskutiert haben. Und erst wenn da nicht rauskommt oder wenn ich das als zu negativ oder sonst wie empfinde, dann würde ich mich anschließend auch einklinken bei den runden Tisch oder wie immer wir das dann hoffentlich anders nennen, statt runden Tisch. Ja. Ansonsten finde ich sehr gut, was du gesagt hattest in Bezug auf Wirtschaft und Geld und Finanzsystem abschaffen. Da hast du mir eigentlich halt aus der Seele gesprochen, weil ich auch so Dylans Beitrag sagen wollte, also dass eben Wirtschaft das Übergeordnete ist. Und für mich ist diese Abschaffung des Geld- und Finanzsystems, das kannst du auch übersetzen, Abschaffung des kapitalistischen Systems. Das ist für mich identisch. Weil wenn wir jetzt das Geld- und Finanzsystem abschaffen, was hier eben ist, weil das macht ja den Markt. Das macht genau den Abteilungsleiter, so wie du ihn besprochen hast. Das ist einfach das Geld- und Finanzsystem macht das aus. Weil der eben besseren Profit machen will, besser verkaufen will, seine Sachen, Brille und so weiter. Und deswegen muss er eben da pfuschen, wie jeder Dealer auch den Stoff streckt, damit er mehr Profit hat, als Beispiel. Und das ist aber, wenn das Geld nicht mehr geben würde, denke ich, dann fällt das weg. Und dann kommt ja, du argumentierst immer mit dem Anreizsystem, wenn es kein Geld gibt, gibt es keine Anreize mehr. Ich denke, von der Diskussion des BGE, also des bedingungslosen Grundeinkommens, gibt es wohl schon Versuche und Feldversuche, wo festgestellt worden ist, die Leute auch ohne das Geldanreizsystem haben die auch noch Lust, Tätigkeiten zu machen, anderen Freude zu machen oder Geschenke zu machen oder sonst was, weil nur Däumchen drehen oder nur in der Sonne die Beine hochrollen, ist den meisten Leuten eine Weile zu langweilig, sodass sie dann irgendwann sich ein eigenes Anreizsystem schaffen, wo sie dann irgendwas machen, was ihnen Spaß macht und was ein Stück weit auch für andere gemeinwohlorientiert eben nützlich ist. Und deswegen glaube ich, wir brauchen dieses Anreizsystem, brauchen wir nicht. Wenn wir den Leuten ihre Ängste nehmen und ihr Konkurrenzding schaffen, nicht raus zu implementieren, weil das durch diese Waren und Profitsystem in uns drin ist, natürlich auch für Schule und so weiter. Der Mensch ist das Menschenwolf. Müssen wir natürlich immer noch konkurrent leben in dieser kapitalistisch geprägten Gesellschaft. Und wenn das wegfällt,
sozusagen eben das Basis, was du gesagt hast, hier Eigentum und Konkurrenz und Geld und Profit, wenn es wegfällt, dann können wir auch gemeinwohlorientiert arbeiten und fühlen vor allen Dingen und uns entsprechend benehmen und dann geht es also ins Herz und in den Kopf rein, der Gemeinwohlcharakter. Aber erst wann, wenn wir eben die Strukturen halt ändern. Und dazu gehört eben, die Struktur ändern heißt eben für mich das Geld- und Finanzsystem abschaffen. So, und damit gebe ich weiter an Dylan. Ja, also, da gehe ich doch mal ganz kurz drauf ein, bevor, also, ja, wir die naturwissenschaftliche Sichtweise sieht die Geldabschaffung auch als möglich an. Allerdings erst, wenn wir die Erde wieder überspannt ist von einem Netz von Kommunen, Gemeinschaften bzw. Gruppenehen nach dem Modelle der Bonobos, die sind ja auch, die überziehen ihr Gebiet als ein Netz von Gruppenehen, ja. Und da funktioniert das ja auch. Allerdings muss man sich klar sein, dass die Geldabschaffung ja nur dann sinnvoll ist, wenn wir wirklich sagen, dass wir in den Gruppenehen auch alles herstellen, was wir an Gütern überhaupt beziehen wollen. Denn sobald wir die von Australien beziehen wollen, die Güter, ja, dann brauchen wir wieder irgendwie vielleicht dann doch das Anreizsystem, wobei ich habe das ja eben gehört, das bedingungslose Grundeinkommen geht nämlich als bei der Naturwissenschaft ist man offen für ein Experiment in einer Region für ein lebenslängliches bedingungsloses Grundeinkommen, aber man ist nicht endgültig entschieden dafür, aber das bedingungslose Grundeinkommen geht ja von der Idee aus, dass tatsächlich die Motivation aus dem Inneren dann kommt. Dagegen sprechen die Professoren im Weltrat, die sagen, ja, aber schaut euch die DDR an, da haben die Leute zwar auch Motivation entwickelt, aber nur noch in der Freizeit, beim Autorennen und so weiter. Und im Betrieb haben sie sich ausgeruht für die Freizeit. Ja? Also das heißt, da weiß man nicht. Ne? Oder haben im Betrieb die Teile geklaut, die sie dann im Auto eingebaut haben. Und und dann zum Lucky auch nochmal an dich die Frage, zum Beispiel diese Utopie-Konferenz, hat die Christian Felber eingeladen, hat die Professor Nico Pech eingeladen, hat die unsere Professoren angeschrieben und wenn sie das nicht getan hat oder hat sie den Öffi jetzt nicht als Moderator, sondern als Vertreter der Geisteswissenschaften eingeladen für die Vertretung seiner Lösungsansätze? Wenn nicht, dann fehlen ja schon wieder ganz wichtige Player und dann ist es halt bei uns, die Grundidee ist ja, dass die wichtigen Richtungen eben nicht fehlen dürfen bei einer Utopiekonferenz, denn ja. Und dann zu Öff ganz kurz noch dazu. Wir werden einfach sehen, ob diese Idee, die jetzt schon in dir offensichtlich kreist, nämlich der Zukunftskongress oder Utopiekongress oder wie auch immer das dann am Ende du nennen willst, und das Thema Einladungen entschicken. Also ich halte es sogar für nötig, weil wir Naturwissenschaftler wissen, dass es für viele Menschen sehr schwierig ist, weil wir zum Beispiel ja auf Belohnungssysteme setzen und nicht auf die Abschaffung dieser Belohnungssysteme, was Lucky eben angedeutet hat, bedingungsloses Grundeinkommen und intrinsische Motivation des Menschen statt, oder Öff selbst sagt ja, vergeltungsfreies Wirtschaftssystem, ja, oder Wirtschaften, ja. Wir Naturwissenschaftler sagen, wir fürchten, es geht nicht ohne dieses dieses Geben und Nehmen und so weiter im Verhältnis. Und da ist jetzt eben der Punkt folgender. Öffi, wir werden sehen, ob diese Idee in dir reift. Und wenn, dann ist es sogar am sinnvollsten, dass die Einladung von dir eben, dass du deutlich in der Einladung schreiben musst, dass du in der Doppelrolle bist. Du bist einmal als der Anwalt der freien Argumentekultur und als Moderator bist du einmal da und dann wärst du zusätzlich, aber davon völlig getrennt, auch noch als Vertreter der Geisteswissenschaften mit deinen Lösungsmodellen und Lösungskonzepten da. Und dann, denn
Es dürfte also auch die Zeitnahme müsste unabhängig von den Next Scientists for Future sein, und auch die Technik idealerweise unabhängig davon sein, weil sonst heißt es am Ende wieder, naja gut, das ist ja die Next Scientists for Future haben ja da ihre Finger drin und das ist ja dann wieder zu viel Naturwissenschaft, ne? Das klingt so nach Übergewicht von etwas. Deswegen hatte ich dir ja empfohlen, Öffi, den Wahrheitskongress anzusprechen, weil diese Leute, die würden zwar da sich ein bisschen bereichern dran und Geld verdienen, aber der hätte die Technik daraus wirklich so ein Kongress mit 30.000 Besuchern zu machen, ja? Ein Online-Kongress, ne? Das wäre also eine Möglichkeit. Aber lass das mal in die Reifen. Wie gesagt, ich kann ja nicht mehr tun, als diese Idee ranzubringen. Und falls wir noch eine nächste Runde haben, werde ich dann nachher nochmal wieder darauf eingehen, warum, weil ja schon wieder meine Zeit um ist, warum eben wie der Händler, der Supermarktleiter, der Aldi-Chef, zu der Überzeugung kommt, dass seine Chemie-Cocktails verantwortbar sein, harmlos sein und so weiter, diese vorteilbringenden Irrtümer, und warum wir deswegen als ersten Wechsel, und wenn es nur ein Zwischenschritt wäre, den Wechsel von Marktwirtschaft zur Gemeinwohlwirtschaft brauchen. Aber das erst in der nächsten Runde. Ich gebe weiter an Öffi. Ja, also ich sehe das nicht so problematisch, also jetzt was die Kooperation angeht. Denn zwar kann in so einer Einladung stehen, dass ich das in diesen Rollen eben, die du beschrieben hast, und das wäre dann im Bereich der Geisteswissenschaften, wären das ja Lösungsansätze, die ich speziell dann verkörpern kann, wie die von mir gegründete Schenker-Bewegung oder Bewegung für ganzheitliche Nachhaltigkeit. Aber wenn da drin steht, in welchen Rollen und vielleicht mit welcher Hoffnung für die Angeschriebenen, dass das eben nicht jetzt wieder so eine Klientelwirtschaft wird, weil ich ja reinschreiben werde, vielleicht kann ich mich besonders gerufen fühlen, zu so einer Konferenz einzuladen, weil ich nicht einzuordnen bin in diese ganzen Macht- und Geld-Konkurrenz-Konstellationen, die es da gibt. Sondern ich stehe da außerhalb, ein bisschen wie ein Wesen von einer anderen Welt oder von einem anderen Planeten. Und deshalb könnte das eben eine besondere Rolle sein, die da günstig ist für so eine Einladung. Das kann da rein auf jeden Fall, aber ich spiele ja sowieso in alle Richtungen mit offenen Karten. Also wenn jetzt morgen zum Beispiel hier der örtliche Pfarrer sagt, ja, das habe ich dem Papst geschrieben, der Papst ist mit dabei, dann würde ich das ja offenlegen. Also mit wem ich anfange zu kooperieren und wer da bereit ist, sich mit einzubringen, auch schon, und würde denen sagen, macht mit Werbung, ne? Genauso ist das natürlich etwas, was wir, also es ist stärker, glaube ich, auch und weniger in der Gefahr, dass Leute da irgendwas Korruptes argwöhnen müssen, wenn wir da auch unsere Kooperation in dem Zusammenhang also gleich auch mit offen darstellen. Und es kann dann so ein Einladungsschreiben oder diese Begründung, warum ich da sozusagen auch federführend mitwirken kann, das kann dann natürlich alles auch eben ganz direkt und offen reingeschrieben werden. Aber bei der Verbreitung, also wer wird jetzt angeschrieben, darauf hingewiesen, also wer findet da Adressen heraus, an die man das geben kann und so weiter und so fort. Und da würde ich das alleine gar nicht schaffen können, ne, weil ich habe eben leider nicht das Büro mit den 20 Sekretärinnen oder Sekretärinnen und sowas. Da müssten sowieso die, die dazukommen und die Idee gut finden, dann einfach mit kooperieren. Und wir werden das ja auf jeden Fall im Forum auch als Faden dann durchführen. Also, welche Gedanken kommen uns dazu? Wie können wir uns das am besten vorstellen? Und wer kommt da vielleicht im Forum auch einfach mit dazu schon in das Thema und arbeitet es weiter mit uns aus oder geht auch in die praktische Umsetzung? Ja, also insofern, gemacht werden muss es. Bin gerne bereit, meinen Part dabei, meine Rolle zu spielen. Und dann müssen wir schauen, also was da alles sich gegenseitig bereichert und befruchten kann an Ideen, an Aktionen und so weiter. Ich habe noch einen Gedanken. Also ich nehme an, ich komme bei der nächsten Runde nochmal auf jeden Fall dann zum Schlusswort. Oder wir können überlegen, ob wir gleich Checkout machen. Wir können ja sagen, die nächste Runde ist Checkout-Runde dann. Also, dass man nochmal sagt, wie ging es einem mit dem heutigen Abend und wie fühlt man sich und was hat man für weitere Perspektiven, welche Themen könnten wir beim nächsten Mal machen und, und. Aber ein Gedanke war noch, den wollte ich zu Lücki noch sagen, wo ich ja eben im Vorbeitrag auch beschrieben habe, was aus meiner Sicht der Unterschied ist zwischen der Wirtschaft und dem Finanz- und Geldsystem. Also beim Wirtschaften kann man natürlich noch tiefer greifen auch. Man kann sagen,
Wirtschaften, Ökonomie, kommt ja eigentlich aus dem Griechischen und heißt da so viel wie Regelung des Hauses oder der Hauswirtschaft, kann man sagen. Und in der Wissenschaft wird Ökonomie aber mit einer Spareinstellung quasi verbunden, einer Effizienz- und Spareinstellung, nämlich aus Mitteln, die zur Verfügung stehen, möglichst viel machen. Das wäre das Wirtschaften mit irgendwelchen zur Verfügung stehenden Mitteln. Und da kann man sagen, das ist eigentlich eben auch schon wieder eine Verengung, weil die Kunst des Hauswirtschaftens bei den Frühmenschen oder in ihren Stämmen, da waren zwar auch Effizienzgesichtspunkte mit drin, aber vieles war eben nicht einfach so auf Mehrwerden angelegt, sondern mehr auf Einhalten von Kreislaufwirtschaft und solchen Dingen. Also das könnte man dann noch weiter verfolgen. Und auf jeden Fall wollte ich sagen, ich glaube, es ist erheblich zu kurz gegriffen, zu sagen, nehmt den Menschen das Geld weg und sie haben nicht mehr diese Konkurrenz oder Egoismus oder Gier oder was weiß ich. Sie denken dann vernünftig für ans Wohl aller. Das geht auch ohne Geld, dass man gierig sein kann für irgendwelche Einzelmotive, Fressen, Saufen, Sex, Macht und so weiter. Eine Tauschwirtschaft ohne Geld könnte genauso verheerend wirken, aber auch ohne Tauschwirtschaft könnte eine Logik nach Recht des Stärkeren und ein sich durchsetzen einfach, wer da eben gerade die größere Gewalt anwenden kann, könnte sich ausleben. Sodass wir da noch ein bisschen weitergreifen müssen. Ich würde ja sagen, damit der Mensch aufhört mit seiner Unvernunft und Gier und Konkurrenz, braucht es auf jeden Fall auch einen Bildungsprozess, dass er das versteht und anders will. Ohne das wird das nicht mehr automatisch einfach irgendwie umzuschalten sein. Obwohl natürlich Anreiz und so weiter Systeme Hilfestellung leisten können. Aber das fällt nicht auf uns drauf wie der Regen und nicht ferngesteuert, sondern da muss eine bewusste Kulturveränderung des Menschen auch mit stattfinden. Okay, ich gebe weiter. Gut, dann mache ich gleich das Schlussfeedback auch, fange damit an. Mir hat das sehr gut gefallen, weil dieser Zukunftskongress, in welcher Form auch er stattfindet, ist ja schon, was ich lange im Kopf habe, schon auch seit mehreren Jahren. Und bin deswegen eben gespannt auf diese Utopiekonferenz zu deiner Frage. Dillen, die sind in der Vorbereitung erst nur. Ich habe da mein Konzept mit dem Fußballding, habe ich übrigens auch schon mich beworben für und da haben sie gesagt, schönen Dank. Ich soll mich Anfang des Jahres mal melden, habe ich Anfang des Jahres schon gemacht, gleich in den ersten Januartagen. Und da haben sie geschrieben, sie sind noch dabei, sie werden noch dabei und irgendwann kommt der Newsletter raus, wo dann vermutlich auch die Kriterien der Bewerbung oder wie es genauer ablaufen soll, halt dargestellt werden wird. Und von daher kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann nur sagen, beim letzten Kongress, die machen ja mal alle 2 Jahre. Beim letzten Kongress war David Precht und Maja Göpel. Das waren die federführenden Moderatoren, die da das live in Lüneburg gemacht haben, in der Universität, Leuphania oder Leuphenia heißt die wohl. Und dann wegen Corona ist es halt online gesplittet worden auf 120 verschiedene Orte, Utopieorte, die aber autonom waren, was die da gemacht haben, wie sie gemacht haben. Und sind dann, also die nicht nur Deutschland waren, sondern auch, glaube ich, noch Österreich und Schweiz waren auch noch ein paar Orte. Und die sind dann also auch mit den Ergebnissen und so weiter, sind die auch auf der Webseite und auf diesem Netz damit eingefügt worden. Und von daher habe ich das so erlebt, dass da eine relativ große Offenheit ist und jeder Ort, jeder Utopieort sozusagen machen konnte, was er wollte. Und von daher bin ich erstmal gespannt, was da passiert und ist erstmal mein Fokus darauf, weil die zumindest also auch vom Know-how, also im Sinne von Technik, was gerade angesprochen ist, Technik und Multiplikatoren und Medien und so weiter, sind die wirklich ein bisschen, haben die schon größere Reichweite als wir drei das momentan haben oder wir vier mit unseren entsprechenden Webseiten. Und bin aber grundsätzlich auch, wenn da nicht ideal ist, wenn es mal ein bisschen klarer ist, wie es dann bei denen aussieht dieses Jahr. Und ich mit diesem Modellscheiter, ich finde es nach wie vor gut, wie gesagt, dieses Gefühle ansprechen über Fußballding, dann würde ich mich natürlich auch richtig einklinken, weil bei 2 verschiedenen Kongressen geht es mir auch ein bisschen ähnlich wie Öffi. Ich bin auch gut ausgelastet. Das ist mir zu viel und ich habe dann auch Angst, mich zu übernehmen
und Sachen sozusagen, die ich dann nicht einhalten kann. Und deswegen reicht mir sozusagen erstmal in der Utopiekonferenz, wie sie da heißt, bevor ich mich dann richtig doll einklinke bei so einem Zukunftskongress, ob das ein runder Tisch ist oder wie der immer heißt. Ja, aber hat mir Spaß gemacht und fand ich sehr schön, dass es also heute so ein Thema war, was uns drei irgendwie vereint, diesen, so ein Utopiekongress, das finde ich sehr gut, in Bezug auf mit dem Abschaffung des Geld- und Finanzsystems sind mir jetzt auch ein paar Sachen klar geworden. Wie gesagt, für mich ist Wirtschaft der Überbegriff. Und das, was du gesagt hast, dass dann Gier und Machtdinger und Konkurrenz noch weiterbleiben kann, auch wenn du dieses Marktsystem und Geld- und Finanzsystem abgeschafft hast, dafür, was du am Schluss gesagt hast, stimme zu. Denke aber, dass das so dermaßen ein Pfeiler ist, wenn du das Finanz- und Geldsystem abschaffst, dass sich dann die anderen Sachen ja automatisch ändern. Weil heute wirst du ja in der Schule, Bildungssystem, was du ja richtig angesprochen hast, ja, warum haben wir denn so, wie es ist? Natürlich wegen Geld. Du musst was werden. Du musst das und bitte, weil mit einem Arzt verdienst du mehr und deswegen musst du lauter Eins machen. Du musst Einsen schreiben und wenn du Sechsen schreibst, bist du halt schlecht. Und natürlich, wenn diese Streben nach besser, höher weit, und mehr Geld haben, wenn es das nicht mehr gibt, weil zum Beispiel dann klar ist, dass eine Stunde putzen, ja, eine Stunde putzen ist genauso viel wert wie eine Stunde am Steuerknüppel sitzen oder eine Stunde Archäologie studieren oder wie heißt das, Nautik oder was brauchen die da, die Piloten, um zu steuern, Navigation und Wetterkunde. Eine Stunde das Büffeln ist genauso viel wert wie eine Stunde das Flugzeug tanken oder eine Stunde das Flugzeug sauber machen. Dann gibt es diese Hierarchie auch nicht mehr, die soziale Hierarchie, weil die menschliche Würde ist ja heute gekoppelt am Einkommen. Und von daher ja, wird sich das dann, wie gesagt, diese Struktur, die du recht hast, dass bei der Bildung und Erziehung angefangen werden muss, die wird sich dann automatisch ändern. So, ja, hat mir gefallen und geht weiter an Dillen. Ja, es hat mir gut gefallen und ich gefällt mir noch, weil ich werde noch ein paar Bemerkungen machen. Ich finde es ja auch gut, dass wir samstags immer so machen, wenn jemand noch was ganz Wichtiges hat, darf er dann noch mal kurz drauf eingehen. Aber jetzt erst habe ich noch ein bisschen Zeit. Also Geldsystem, ich erinnere nur an die naturwissenschaftliche Perspektive. Löwen und Gorillas haben keinerlei Wirtschaftssystem und keinerlei Geldsystem. Und trotzdem bringen sie andere um. Ja, also deswegen... Bonobos zum Beispiel haben auch kein Wirtschaftssystem und kein Geldsystem, haben aber ein neues genetisches System entwickelt, bei dem die Zahl der getöteten Individuen ganz nah Richtung Null geschoben wurde. Also so friedlich, also pazifistisch wie möglich. Also bei Bonobos zum Beispiel gibt es auch keinen Kolonialismus, weil Bonobos immer nur liebevolle Kontakte zu Nachbargruppen haben. Die kämen also nie auf die Idee, irgendwo andere zu versklaven und auszubeuten und auszuschlachten, wie wir das mit der dritten Welt tun. Ne? Also ja, also von daher muss man das überlegen. Dann zu Precht und Göpel. Also ich befürchte, das ist jetzt nur meine persönliche Befürchtung, weil ich die so ein bisschen kenne, die beiden. Ich befürchte, dass die beiden krasseste Cancel Culture praktizieren werden. Nur ihre Kumpane werden wirklich was zu sagen haben bei diesem Kongress. Und das Precht und Göpel schätze ich als genau das Gegenteil ein von Öffi mit der freien Argumentekultur und dieser Offenheit. Übrigens, wobei ich es am besten fände, wenn die geisteswissenschaftlichen Konzepte von Öffi sogar eine andere Person vertreten würde, damit Öffi sich hundertprozentig auf die des neutralen Moderators konzentrieren könnte. Und jetzt noch die letzten Minuten nutze ich noch dafür, dass ich nochmal so erkläre, warum wir den zumindest als ersten Schritt, es können ja danach noch viele weitere Schritte kommen, aber den ersten Schritt raus aus dem Kapitalismus, dass die Gemeinwohlwirtschaft das sein muss. Warum? Weil der Satz gilt, nur wer sich irrt, kann zu Aldi, Lidl und Rewe und so weiter werden. Ja, denn ich muss mich ja irren darüber, dass diese künstlichen Chemie-Cocktails harmlos sein und verantwortbar sein,
Sonst könnte ich das ja nicht mit gutem Gewissen aufbauen, so ein Riesenimperium, wo ich die ganze Welt vergifte und die ganze Welt krebskrank und übergewichtig und diabeteskrank mache. Das kann ich nur, wenn ich mich irre. Und das ist ja das, was ich vorhin angedeutet habe, dass die Naturwissenschaft ja sagt, ja leider ist das Gehirn nicht zwanghaft auf Wahrheit orientiert, sondern erst einmal auf Gewinnen auch im Sinne der DNS gewinnen. Und wenn dann ein Irrtum dazu führt, dass ich einen Riesenkonzern wie Aldi oder Lidl und Rewe aufbauen kann, und das Ganze auf dem Irrtum fußt, diese Chemie-Cocktails moderner Prägung seien harmlos und verantwortbar. Ja, dann beugt sich das Gehirn und fragt nicht ständig nach, was machen wir da eigentlich, sondern macht einfach und macht diesen Gewinn. Und deswegen ist die Gemeinwohlwirtschaft so wichtig, wo gemessen wird. Aha, diese Chemie, Aldi vergiftet die Leute, die hat so und so viel von 10.000 Kunden, sterben bei Aldi 50 an Krebs und bei Lidl 70 an Krebs und bei Rewe 60 an Krebs und bei Alnatura hoffentlich, wissen wir nicht, Pseudobio von Verdacht, am Ende sterben bei Alnatura vielleicht nur 20 an Krebs. Na, dann kriegt natürlich, wird natürlich Alnatura belohnt und Aldi und Lidl und Rewe werden abgestraft. Das ist so Gemeinwohlwirtschaft erstmal als erster Schritt. Danach können noch viele weitere Schritte kommen, bis hin zur Geldabschaffung. Aber eins nach dem anderen ist so ein bisschen das naturwissenschaftliche Konzept. Ja, das war damit auch so mein Schlusswort. 9:05 haben wir. Jetzt hat Öffi noch 4 Minuten. Ja, also ich fand's gut und finde es auch gut, neben der Idee des Zukunftskongresses, wenn dann zukünftig dann auch wieder Lucky und Öff ihre Wandelkonzepte wieder noch versuchen zu detaillieren und zu präzisieren. Ja, ich gebe weiter an Öff für sein Schlusswort. Ja, danke schön den Vorrednern. Für mich war es auch wieder ein gelungener Abend, wo wir uns weiterführend Gedanken gemacht haben und sie ausgetauscht haben. Wie kann es immer weitergehen? Von den allgemeinen Wertgrundlagen, die wir auch in vielen Talks ja schon genauer beschrieben haben, hin zur Frage, wie man das praktisch umsetzen kann. Ich bin ja, werde das bestimmt auch noch ein paar Tage sein, hauptkonzentriert darauf, meinen Weckruf fertig zu schleifen und dann rauszuschicken, der in der momentanen Situation, wo ich halt die Gefahr sehe, dass das digitale Überwachungs- und Kontrollsystem, also eine drohende Big Brother-Diktatur, dass die Corona nutzt, um da einen Kippeffekt in dieser Richtung auszulösen. Und ich versuche, die in der Richtung eskalierenden Druckmaßnahmen, wie jetzt vor allem da auch die Impfpflicht, mit einem Hochschrauben der gewaltfreien Methoden zu beantworten, also unbestreitbare Argumente, Geisteskraft und die dann auch umzusetzen. Und diese Argumentation ist eben, also erstmal um das zu durchbrechen, diese Begründungslogik für die Impfpflicht. Ein Ungeimpfter, der auf sein Intensivbett verzichtet, wenn er Corona krank wird, der sagt, er ist bereit, sich natürlich zu infizieren statt Impfung, wo ja erst die natürliche Infektion auch schlecht geredet wurde, wäre gar nicht so gut wie Impfung und was weiß ich. Also da weiß man jetzt mittlerweile, dass die natürliche Infektion und natürliche Immunität nicht schlechter ist als die Impfung. Also wer dazu bereit ist und wer bereit ist, wenn das alles nicht reicht und er trotzdem noch als zu gefährlich angesehen würde, dass er sagt, ich bin noch bereit, in umgänglicher Form eine allseits akzeptable Form der Absonderung zu überlegen. Also ich nenne das Reservate. Also das, was eigentlich alle alternativen Kommune-Interessierten und die Anarchisten und so weiter eh schon auch völlig ohne Corona seit jeher als Ziel haben müssten, weil man den Rahmen so einer Kommune-Gemeinschaft braucht, um neue verantwortliche Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen einzurichten. Das könnte man jetzt anbieten und könnte sagen, so gute Leute. Und wenn wir bis hin zur Bereitschaft uns so abzusondern, also in solche Reservate zu gehen oder zu gucken, wie wir das regeln können mit so einer Reservatskultur, meint ihr immer noch, dass das trotzdem eben nicht reicht an Gegenargumenten, sodass da die grundlegenden Freiheitsrechte eines Menschen kaputtgeschnitten werden dürften? So, diese Frage
werde ich auch ins Spiel bringen. Bin da ja verstrickt auch in einen Gerichtsprozess. Also ein anderer wurde fallen gelassen, aber ein Verfahren läuft noch. Also wo, wenn keine demokratischen Gesprächspartner für mich da zur Verfügung stehen, ich das versuchen werde, dann auch in einen Gerichtsprozess reinzubringen, also vor einen Richter zu bringen, diese Argumentation. Also werde da vorher natürlich Werbung für man das rumschicken und so weiter. Und versuche, diese Reservate, also die vorhandenen Projektversuche, Kommuneversuche und insbesondere eben das Zeltcamp in Berlin, wo ich glücklicherweise jetzt ein paar Leute hinschicken konnte, die da den Rahmen aufrechterhalten wollen, also den Faden lebendig halten wollen, sich als Hauptwohnsitzcamper auch verstehen. Also das versuche ich jetzt schon mal so gut ich kann am Leben zu erhalten und mit in die Waagschale zu werfen, der, ich nenne es jetzt mal, öffentlichen Bewusstseinsbildung. Ja, und so ein Kongress, wie wir ihn hier vorhaben, passt in die Logik der Entwicklung, was wir für die Welt brauchen, voll mit rein. Insofern gut, dass wir da heute nachgedacht haben. Ihr seid anregende Gesprächspartner, wenn man das so macht. Ne? Ich verweise nochmal, wer es fortsetzen will, es gibt die nächsten Talks, nächsten Samstag, Montag. Und es gibt das Forum freie-argumente-kultur.de. Und als letztes noch ein bisschen desillusionieren. Also ich glaube, Luki, dass wenn jetzt das Geld- und Finanzsystem wegfallen würde, überhaupt kein Automatismus existiert. Weil die Menschen, also wir sehen es ja auch die Tiere schon. Also es sind dann 1000 Motive mit im Spiel, die normalerweise nicht das gleiche oder geschwisterliche Teilen so selbstverständlich machen. Mehr Nachkommen zum Beispiel. Also nichts schützt den Menschen, auch wenn er kein Geld hat. Dass zum Beispiel dann er nicht alle Menschen oder ihr Tun, ihre Arbeiten und so weiter als gleichwertig ansieht, sondern wenn da ein Mann ist und er findet eine Frau hübsch, dann kann es sein, dass er die halt privilegiert. Ihre Arbeit oder was sie macht, erscheint ihm viel wertvoller, ihre Belohnungen sind viel größer. Und wir sind in einer Form von Konkurrenz um Fressen, Saufen, Sex, Macht. Die hat nichts damit zu tun, dass das Geld abgeschafft worden wäre. Das heißt, wir brauchen aus meiner Sicht ganz andere Bildungsprozesse, die den Menschen befähigen zu so einer Gleichmäßigkeit seines Verhaltens. Ja, also noch einmal, seid alle umarmt, auch liebe Zuschauer. Ja, ich habe noch einen Satz, den ich vergessen habe, falls der Luki noch was ganz Wichtiges und Schlusssatz hat. Natürlich. Mein Schlusssatz ist, ich habe einfach vergessen, heute über glückszerstörende Irrtümer zu sprechen. Ich habe jetzt über die Irrtümer Chemie-Cocktails gesprochen, aber diese glückszerstörenden Irrtümer zwecks Erzwingung von Konsumsucht in der Marktwirtschaft, die sind eigentlich das Schlimmste, weil die... Ich empfinde mein Leben als glücksarm in der Marktwirtschaft, weil wegen diesen glückszerstörenden Irrtümern. Und über die werde ich in der nächsten Gelegenheit sprechen. Ja? Hast du noch was ganz Wichtiges, Lucky? Ein Schlusssatz? Ganz wichtig? Nein, für mich hängt das aber wieder alles mit zusammen. Also, ja. Zum Beispiel, wenn wir eine befreite Sexualität hätten, dann würden wir nicht so viel kaufen und dann müssten natürlich einen Kaufrausch geben. Genau, das sind ja die Teile der glückszerstörenden Irrtümer, dass die Sexualität unterdrückt wurde oder weggeredet wurde durch Irrtümer. Ne? Ja, Euphi, hast du noch was Brennendes oder sollen wir Tschüssi rufen und die Aufnahme stoppen? Ja, natürlich. Tschüssi. Tschüssi, alle. Samstag geht's weiter und Montag Wandelgespräche. Tschüssi, bis dann. Winke, winke.